Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen und zwar von Kali. und Max. Hallo, hallo. Hallo. Ja, unser Veröffentlichungsrhythmus ist ein bisschen aus dem Takt geraten, sage ich mal. Auch nur dezent. Aber wir sind immer noch dabei und auch heute haben wir wieder einen Film, bei dem wir in Grenzregionen vorstoßen, denn der ist verhältnismäßig jung für Wiederaufführungsverhältnisse. Wieso, von wann ist er denn? So aus dem Jahr 2000 offiziell. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Um welchen Film soll es denn heute gehen? Heute geht es um Battle Royale, ein Film, den ich schon seit einer Weile auf meiner Liste habe und auf den ich sozusagen ein bisschen gedrängt habe, würde ich mal meinen. Ja, ich habe den schon mal gesehen. Ehrlich? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe da sehr präzise, verschwommene Erinnerungen daran. Und zwar ist das, Gott, wann mag das gewesen sein? 2007. Ja, ich glaube schon über 10 Jahre her. Da waren wir mit ein paar Kollegen vom Handball, haben wir eine Fahrt nach Dänemark gemacht, in so ein Ferienhaus in Merrilüst. Und irgendjemand hatte seinen Koffer mit gebrannten Filmen dabei. Das darf man ja gar nicht sagen. Das ist über 10 Jahre her. Also ich meine Sammlung ja relativ ordentlich mit legalen Veröffentlichungen. Bei ein paar weiß ich es nicht. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwie angefangen, Filme zu gucken. Abends, an dem einen Abend. Und ja, wie das ist, dann legt man noch einen rein. Und dann gehen die ersten, sagen wir halt, ja, reicht für heute. Und ich, der ich ja eigentlich so total spätestens nach 2 Filmen eine Pause brauche oder müde werde oder einfach einschlafe, ich ja, konnte nicht, oder ich bin nicht müde geworden. Ich habe einfach die ganze Nacht durchgeguckt, irgendwas mir immer angemacht und morgens um 6, also ich war dann glaube ich um 3 oder so, war ich dann der Letzte, der noch da guckte und um 6 kam dann wieder jemand dazu und fragte mich, was ich denn hier mache und dann sagte ich, ich gucke immer noch ohne Pause. Also es war eine sehr magisch merkwürdige Nacht. Und da lief unter anderem auch Battle Royale in der deutschen Synchronisation. Deswegen ist es auch noch sehr gemischte Erinnerungen daran. Deswegen bin ich sehr gespannt jetzt auch auf das Wiedersehen dieses Filmes, den wir voraussichtlich, ja, wenn wir den Extended Cut gucken, nehme ich schwer an. Ja, das ist so meine Geschichte dazu. Schon mal das vorweg. Bevor wir jetzt hier wieder aufführungstypisch gleich Pause drücken, dann gucken wir den Film und dann direkt hinterher sprechen wir darüber. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas so zu erzählen? Ich glaube, wir sind einer der wenigen Podcasts, für die zum Beispiel der Start neuer Streamingdienste völlig irrelevant ist. Welches Streaming-Dienst starten wir auch gesehen von Disney? Ja, genau, den meinte ich vor allem. Also Apple ist ja jetzt, glaube ich, schon irgendwie existent. Ehrlich? Ich habe noch nicht einmal Werbung dafür gekriegt. Genau, deswegen sage ich auch, ich meine, der wäre existent, aber ich weiß es auch nicht so genau und ich lese halt bei Twitter viel über, oh, The Mandalorian ist so spannend, also die neue Serie aus dem Star Wars-Universum, die eben bei Disney Plus läuft und nach ersten Prognosen die weltweit meist raubkopiert, illegal geschaute Serie ist, Ach. weil halt Disney Plus eben erst in Amerika und ich weiß gar nicht, Großbritannien, Niederlande auch schon ist und in Deutschland eben erst kurz vor Ostern startet. Am 31. März und dann gibt es halt sehr viele, die da schreiben, ja, sowas kann man doch nicht machen, das muss zeitgleich starten, bla bla bla. Und ich denke mir halt so, ja, ich habe auch noch tausend andere Sachen zu gucken, oh, abgesehen davon, dass mich der Streamingdienst an sich nicht interessiert. Die sind eben so, oh ja, und man könnte ja Spoiler lesen und ich meine, das, was ich bisher als Spoiler gelesen habe, ist, dass Baby Yoda mitspielt. Und alle finden Baby Yoda total süß und es gibt Vorwürfe, Disney macht das nur wegen des Merchandise, aber es gibt gar keine Baby Yoda Merchandise-Artikel. Ich bin jetzt total geflasht von dieser Information. Also ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll tatsächlich. Ja, ich reagiere darauf immer mit Weiterscrollen beim Ja, aber Twitter-Bildschirm. anscheinend auch mit Lachen. Ja, okay, also ich habe das, also im Universum und in der Blase, in der ich mich bewege, habe ich das überhaupt gar nicht mitgekriegt. In meinem Umfeld guckt kein einziger Disney, aber auch Disney Plus. Ist ja krass. Und auch Star Wars ist bei uns auch nicht so das Thema, aber ist ja krass, wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass Disney irgendwann rauskommt, dass er jetzt schon draußen ist, ist ja schön. Also ich wusste gleich, als ich das erste Mal davon gehört hatte, vor 1 oder 2 Jahren, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht dran. Also mich irgendwie gar nicht drum kümmern werde, wie es an. Jetzt ist es auch bewiesen. Ich habe mich nicht drum gekümmert oder geschert. Das war interessiert mich nicht. Ich weiß, dass ich vor einem Jahr oder so gelesen habe, dass meiner Ansicht nach Warner Brothers
mit zusammen auch noch einen Streamingdienst rausbringt. Warner Media müsste das, glaube ich, sein. Genau, mit HBO. Und da habe ich damals noch gedacht, oh ja, wenn man sich den noch holt und plus Netflix, das ist eine Top-Bombe aufgestellt. Aber dann bin ich ja ins Wiki-Universum geraten, da war ich ja dann verloren. Für mich, jetzt brauche ich nichts anderes mehr. Also. Die US-Studios kommen ja alle, also Warner, Disney, Universal macht was. Ja, Universal, also ich bin ja Serienmaus, also Universal hat keine interessanten Serien für mich. Kann ich jetzt aus dem Stand auch gar nicht sagen, deswegen. Naja, genau, alle möglichen Streamingdienste. Ich kann sagen, dass ich, um das Kapitel abzuschließen, ich habe jetzt gerade endlich den neueren Blade Runner geguckt, in einem Doppel mit dem originalen Blade Runner im Kino. Und ist halt dort abgestunken. Das war nochmal eine sehr interessante Erfahrung, weil mir bei Blade Runner nochmal andere Sachen aufgefallen oder die ich bewusster wahrgenommen habe als bei vorherigen Begegnungen. Und bei dem neuen Blade Runner, den habe ich jetzt erstmalig gesehen, tatsächlich war es dann natürlich gerade in diesem direkten Hintereinandergucken sehr interessant zu sehen, was sich so durchaus geändert hat. Also dass der neuere halt, selbst im Vergleich zum Final Cut von Blade Runner, der technisch digital nochmal ordentlich bearbeitet ist, halt so viele visuelle Effekte halt einsetzt, während der Originale halt immer wieder mit, finde ich, in großen Anführungszeichen Massenszenen aufwartet, wo du halt sehr viele Statisten hast, die durchs Bild laufen, und da hast du eben immer wieder so relativ steril kahle Räume, die auch meistens aus einer Distanz gefilmt, während du beim originalen Blade Runner häufig aus meiner Sicht das hast, dass auch die Kamera ein bisschen weiter weg ist in den Räumen, aber die, da fehlt mir dann wieder das technische Fachwissen, die Leute dann meistens doch eher groß eingefangen sind, also wahrscheinlich die Kamera weiter weg, aber die sehen dir halt trotzdem sehr nah, die Person, dadurch, dass immer sehr eng und vollgestopft wirkt, das würde jeder gleich irgendwo gegenknallen oder so. Also das war für mich irgendwie so einer der visuell auffälligsten Unterschiede. Ansonsten erzählt er auch wieder eine Detektivgeschichte, der neuere 2049. Kommt für mich jetzt so nach der ersten Begegnung auf jeden Fall noch nicht an Blade Runner heran. Der hat für mich aber auch ein bisschen durch ein paar Jahre Bekanntschaft schon sozusagen auf dem Buckel, deswegen. Aber es war trotzdem sehr interessant. Also ich fand, der hat es trotzdem geschafft, so auf eigenen Beinen zu stehen und nicht einfach nur sklavisch eben nochmal, wir machen jetzt das Gleiche nochmal, was durchaus eben ist mit der Detektivgeschichte in einer Zeit des möglichen gesellschaftlichen Umbruchs sozusagen. Aber trotzdem mehr als genug eigentlich eigenes so mit einbringen, das durchaus interessant weitererzählt, die Geschichte. Ja, also ich bin ja nicht so der Blade Runner-Fan. Ich kann mich entsinnen, als ich das letzte Mal mit Jürgen Christian geguckt hatte, dass ich ihn deutlich besser fand, als ich in Erinnerung hatte. Aber das ist einfach nicht mein Thema. Das ist so. Nee, ist es nicht. Das ist nicht mal. Also ich finde nicht, dass der Film schlecht ist oder so. Es ist einfach ein Thema, wofür ich mich persönlich nicht so erwärmen kann, weil mein Interessengebiet einfach anders liegt. Und deswegen hat mich, als ich damals rausgehört habe, dass der neue Film draußen ist, das hat mich nicht so interessiert. Tut es auch immer noch nicht. Also ja, mich hat er schon interessiert, aber da war ich tatsächlich auch, glaube ich, gerade in dieser Snob-Phase von was auf Deutsch? Nein, auf Deutsch gucke ich den definitiv nicht. Ich weiß noch, als er rauskam, da bin ich total durcheinander gekommen, weil ich immer dachte, hä, ist nicht Total Recall, ist neu rausgekommen, aber ist, glaube ich, auch, ne? Alle. Ja, also da kam auch wieder alles neu aufgelegt raus, weil deswegen habe ich da schon Überblick verloren. Ich habe immer gedacht, das sind alles Filme, wo ich schon den ersten Teil nicht so null fand oder den ich gar nicht gesehen habe, weil es mich einfach nicht so interessiert von der Art her. Ja. Das ist ja manchmal so. Also es gibt ja auch Filme, wo ich, wenn wir ins Kino gehen, wo ich dann sage, gut, ich komme dann gern mit. Aber das wäre zum Beispiel ein klassischer Fall, auch wo ich gesagt hätte, ach, geh ruhig. Naja, Akira war auch noch im Kino, auch endlich mal erlebt. Sie haben ja recht zu Hause ja in der Vorbereitung geguckt auf die Vorführung und dann im Kino nochmal ein Stückchen mitgeguckt in der Umfassung. Da muss ich wahrscheinlich auch noch zweites oder drittes Mal hinschauen, um mit denen so wirklich ganz ordentlich hinzulegen, weil der doch. Ich glaube, den habe ich ein paar Jahre zu spät gesehen. Der kommt, glaube ich, wenn man so in der Pubertät ist, gerade als Junge, kommt der vielleicht noch eher so auf einem Level, auf dem man mit dem Hauptcharakter sich sehr gut identifizieren kann, in vielerlei Hinsicht, denke ich. Vielleicht wäre das was für mich. Ich stehe auf so eine Teen-Dinger. Also ich habe nur aktuelle Filme im Kino gesehen. Die passen wahrscheinlich gar nicht hier rein, deswegen. Ja, wir haben einiges gesehen noch, ne? Ja, bis dann, mein Sohn. Sozusagen, ja, war, glaube ich, jetzt auch die letzte, den ich gesehen hatte im Kino, wenn ich mich jetzt nicht irre. Chinesische, ja. Ja, die fand ich sehr, sehr schön gemacht. Genau, also und sehr kurzweilig für 3 Stunden. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand ein gesellschaftskritisches Drama sehen möchte, bis dann, mein Sohn, ist dann eine gute Wahl. Genau, chinesischer Film hat bei der diesjährigen Berlinale
den, oh Gott, Silbernen Bären für beste Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin, glaube ich, bekommen. Auf jeden Fall zweimal. Genau, finde ich auch sehr, sehr interessant. Eben so knallhartes Drama vor eben diesem, der historischen, dem historischen Verlauf eben Chinas und arbeitet dann immer wieder so mit Zeitsprüngen vor, zurück, hoch und runter. Und wir alle haben uns gefragt, wo das eine Kind denn herkommt. Das kann ja, das, also auch, die ganze Gruppe konnte das nicht aufschlüsseln, das war wirklich irritierend. Ich habe auch in Gesprächen mit noch ein, zwei anderen Menschen, die in einer anderen Vorstellung waren, dann auch nochmal ermittelt, die dann auch meinten, sie waren sich auch nicht sicher, wo die herkommt. Und die haben nicht auf Deutsch geguckt, aber... Ja gut, aber das hilft ja jetzt auch nicht mehr, ob du jetzt auf so oder so guckst. Also ich, ja. Was ich noch sagen kann, ist, meine chinesische Freundin mir noch verraten hat, dass der eine, der dieses besagte Kind spielt, wo die wissen, wo es herkommt, dass das sozusagen ein absoluter Megastar zurzeit gerade in China ist. Also von daher, cooles Casting. Und ich mochte den auch davon ab, ne? Aber ich kannte ihn vom Sehen her, aber ich konnte ihn nicht einordnen. Also so, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht so das Projekt mit ihm gesehen. Aber ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, falls ihr in der Frage, wovon redet Kali? Ja, kann ich auch Kali auch nicht sagen, ne? Genau, all diese Kinoerlebnisse hatten wir in dem Kino, in dem ich arbeite, im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock. Und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, gerade erst gestern, Anfang Dezember, wurden erstmalig auch im Lande Mecklenburg-Vorpommern Kinopreise verliehen. Der Kinokulturpreis in MV wurde erstmalig verliehen und auch unser Kino wurde dort für sein, jetzt habe ich mir natürlich die genaue Bezeichnung nicht mehr, ich glaube, für das hervorragende Jahresprogramm ausgezeichnet. Also dafür gibt es mal kurz Applaus von meiner Seite. Ja, es war eine sehr interessante Verleihung. Ich habe nicht komplett alle Reden mitbekommen, aber fand das sehr sympathisch. Es wurde unterteilt nach nicht gewerbliche Spielstätten, gewerbliche Spielstätten und zunächst wurden nicht gewerbliche Spielstätten ausgezeichnet und die erste Preisträgerin hat dann eben erstmal gesagt, so, ja, es ist sehr schön, dass es den Preis jetzt endlich gibt und es muss eigentlich, nehmt bitte mehr Geld in die Hand, wir brauchen mehr Geld und achso, unseren Preis spenden wir an Sea-Watch. kam ein bisschen komisch rüber, ein bisschen paradox, ne? So überrascht wie das kam, so schön fand ich es aber eigentlich auch und das zog sich so ein bisschen durch den Abend. Man hat vielleicht auch gemerkt, dass da das erste Mal jetzt bei uns stattgefunden hat, oder also in MV hier in Mecklenburg-Vorpommern, wahrscheinlich werden sich diese Abläufe wie dann Preisübergabe, Fototermin, Laudatio oder beziehungsweise Dankesrede, dass sich das alles noch ein bisschen einspielen musste. Und ich glaube, es gab auch ein, zwei Preisträger, die wurde Hände schütteln, Urkunde übergeben, ein Foto und dann hätten sie eigentlich noch Zeit für eine Dankesrede, aber die sind dann schon wieder auf ihren Platz gegangen. Also, okay, gut, aber vielleicht wartet ja auch das Buffet schon. Der Zeitplan wurde auch nicht ganz eingehalten. Wie viele Preise wurden überhaupt verliehen? Das habe ich natürlich nicht genau gemerkt. Ich glaube, es wurden knapp 20 Kinos, würde ich sagen, wurden prämiert insgesamt. Oh, das war ein langer Abend, wa? Naja, also die Preise selbst, das ging dann immer relativ fix, weil die Vorgabe war irgendwie, glaube ich, maximal zwei Minuten Dankesrede, was natürlich auch nicht immer auf die Sekunde gepasst hat, aber das ging tatsächlich, was tatsächlich, glaube ich, den ursprünglichen Zeitplan, der angesetzt war, durcheinander gebracht hat, waren eher so die Begrüßungsreden. Aber das muss ich mal ganz blöd fragen, aber ja. War das nur Preisverleihung oder gab es auch mal so irgendwie Spaß und Kurzfilm dazwischen oder irgendwie über eine Band oder irgendwas? Genau, es gab eine Band, die gespielt. Also es ging los mit Grußworten oder beziehungsweise es ging los zum Einlass bis zum tatsächlichen Beginn der Veranstaltung wurde eine Slideshow mit Bildern der diversen Kinos, Filmclubs über die Leinwand laufen gelassen. Dann Begrüßung, die Band, wie gesagt, die ganzen Grußworte, die sich natürlich mal ein bisschen manchmal Zeitpläne sprengen. Dann ging es an die Preisverleihung. Dann gab es nochmal Ausschnitte aus dem Film, der heißt Verrückt nach Kino. Ist von einer Dame gedreht über eben die enthusiastischen und manchmal auch unbeirrbaren Menschen, die eine Kinoleidenschaft in sich tragen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und eben, während wir hier in Rostock ja relativ komfortabel sind, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern ungefähr, wir haben hier insgesamt 4 Kinostandorte. Und natürlich wurden hier jetzt zum Beispiel bei dem Preis auch Kinos an Orten ausgezeichnet, wo 3.000 Menschen wohnen, wo du auch erstmal überhaupt ein Kino auf die Beine stellen musst, sei es nun gewerblich, nicht gewerblich, ehrenamtlich oder hauptamtlich.
Und das kommt wohl in diesem Film dann auch mit zum Tragen. 3000 Euro, kann ich mir nicht vorstellen. Was ist denn das? Das ist ein Dorf. Was ist Pützo oder was? Ich glaube, Pützo ist halt irgendwo ein bisschen zu größer, ne? Ich habe jetzt auch nicht mehr. Also es, kann das gar nicht einschätzen, keine Relation. Ja, also zum Beispiel Neustrelitz, glaube ich, hat 10.000 Einwohner oder irgendwie so. Die wurden auch, echt, das sieht auch schon so klein aus. Naja, also. Wie, was ich meine, zwar so, und wir sind jetzt schon keine, im Deutschland-Vergleich sind wir unter den Großstädten auch nicht so weit vorne. Wobei ich glaube, Großstadt ist auch erst ab 500.000. Nee, aber so in Großstadt wohnen wir nicht, aber wir wohnen schon in der größten Stadt im Bundesland. Also ja, das muss uns mal reichen, ne? So. Naja. Genau, aber das war auf jeden Fall sehr schön, dass nun auch endlich, also für mich persönlich, wie auch, finde ich, für unsere Branche ja auch eine schöne Sache, dass es jetzt endlich auch in Mecklenburg-Vorpommern eben einen Kinopreis gibt, einen Programmkinopreis, Kinoprogrammpreis, meine Güte. Das kommt langsam an hier, und, ne? Und ich hoffe natürlich auch, dass sich die Preisgelder nochmal ein bisschen in die Höhe schieben. Die eine hat er noch angebracht, ja, in Bayern wurden jetzt auch gerade die Preise verliehen, da gab es irgendwie, ich glaube, insgesamt Preisgelder in der Höhe von 500.000 für rund 40 bis 60 ausgezeichnete Kinos, muss ich auch nochmal nachgucken. Aber ja, na gut, aber das mit Bayern ist mal ein fieser Vergleich. Ja, ne? Und wir haben jetzt angefangen mit insgesamt Preisgeld 25.000 Euro. Einfach nur mal die Dimension. Aber hier kommt ja immer alles so 10, 15 Jahre später an in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen ist das immerhin schon mal besser als nichts. Dieser Spruch, der mit Uni alt, weil es auch so stimmt. So, und damit wieder der Bogen geschlagen zu Battle Royale. Wie hast du denn die Bogen geschlagen? Gar nicht. Ich habe ja aber mir tatsächlich mal zwei, drei Stichpunkte noch gemacht, die ich auch, bevor wir jetzt den Film gucken, noch anbringen möchte. Und zwar werden wir gleich die Blu-ray des Films gucken, die ist von Cape Light erschienen. Und da prangt vorne drauf das Freigabelogo der FSK, FSK ab 18, nicht zu verwechseln mit FSK 18. Das sind wichtige Unterschiede, denn FSK 18 kann man noch indizieren, während FSK ab 18, der keine Jugendfreigabe entspricht und das heißt, der kann auch nicht mehr indiziert werden. Ich habe mal eine Frage. Aber nur eine. Hast du vielleicht eine Idee oder bei deiner Recherche rausbekommen, welche Altersfreigabe der in Japan hat? Nö, aber das können wir vielleicht nachher nochmal kurz gucken. Auf jeden Fall wurde Battle Royale im Jahre 2006, kamen die Jugendschützer an die Hongkonger DVD und haben diese indiziert auf Liste A. Das ist also noch so, na, nicht ganz so schlimme Indizierung. Und 2012 erschienen von Cape Light, von denen auch jetzt diese Blu-rays hier wirklich gucken werden, über Österreich in Zusammenarbeit mit NSM Records der Film in mehreren Varianten. Da gibt es, glaube ich, auch so eine 5000 Exemplare Super Mega Riesen Edition mit 7 Discs. Und die wurde dann von der BPJM auf Liste B indiziert. Und Liste B ist schon die Vorstufe zum richtig knallharten. Da kann es nämlich auch passieren, dass dann diese Fassung beschlagnahmt wird. Dann wird also der komplette Bestand, den man noch auffinden kann, genau, beschlagnahmt und beziehungsweise kannst du. Ist das eigentlich eine weltweite Listeneinteilung oder ist das auf dem Deutschland? Oh, alles klar. Also. Und welcher Liste war damals Texas Chains von Massacre drin? Der war auch, glaub. Ne, warte mal. Oh Gott, du stellst wieder Fragen. Gab es da schon Liste? Entschuldige, nee. Bitte. Also genau, also der ist ja von 74, Texas Chains von, ich glaube, da gab es noch nicht die Unterteilung in A und B. Da war einfach. Ach, das, nur. Deswegen kann es sein, dass mir das nicht bekannt vorkommt. Und dann kam der später. War der auf jeden Fall, also er war auf jeden Fall indiziert. Ja. So, und gegen diese, wurde beschlagnahmt und das ist natürlich ein gerichtlicher Prozess und deswegen hat der Rechteinhaber Cape Light gesagt, ne, Moment mal, da haben wir aber was gegen, also ganz grundsätzlich sowieso schon, weil das Quatsch ist, und haben dagegen geklagt und dann hat man gesagt, okay, ja, ihr habt recht, dann ist die Beschlagnahme abgeblasen. So einfach geht das? Man muss sich einfach nur wehren? Das heißt einfach, du musst halt ein Gerichtsverfahren anstrengen und dann Expertenmeinung und das kostet alles Geld und dann musst du dir überlegen, so, wir haben jetzt 5000 Exemplare im Umlauf, lohnt es sich dafür noch die Gerichtskosten alles zu machen? Mhm. Machen aber in den letzten Jahren immer mehr Labels, Turbine zum Beispiel, eben mit Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel, die dann auch mal sagen, so Leute, also ihr könnt ja hier eure komischen Indizierungssachen haben, aber das trifft bei den Filmen einfach nicht zu, macht die ab 18 und fertig. So, Beschlagnahme gerichtlich vorgegangen. Danach wurde der Film auf Liste A wieder umgetragen. Also nur böse, aber nicht böse, böse. Ja, aber was heißt denn das? Also wie äußert sich denn das für mich als Konsument, der keinen Dunst von dieser Liste hat? Wie kriege ich denn das mit, dass es Liste A ist?
Dafür gibt es, also. So steht das nicht im Laden? Gibt es nur im Tisch gereicht? Genau. Oder wie ist das? Indiziert heißt die Fassung, die indiziert worden ist, weil das ist einer der großen Unterschiede. Ein Film an sich ist nicht indiziert, sondern eine bestimmte Fassung eines Films. Deswegen hatte ich eben gesagt, hier 2006 die Hongkonger DVD. Das, was den halt gerade in die Ferien kommt. Indizierung bedeutet, der Film darf nicht öffentlich beworben werden. Punkt. Und es gibt dann aber steht er trotzdem im Laden, oder? Nicht, öffentlich darf er nicht beworben werden, wenn er öffentlich da... Achso, wenn er im Regal steht, das zählt ja schon als Werbung. Ja, das ist... Also das heißt, darf nicht öffentlich ausliegen. Aber wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich bestelle mir die bei denen direkt, dann können sie mir die trotzdem bestellen. Die kommen ja trotzdem ran. Genau, das ist dieses unter der Hand darf das eben gemacht werden. Das ist, also es darf nur eben nicht... Also auf Nacht, du kannst hingehen, hier habt ihr den Film, der indiziert ist. Dann können die sagen, ja, haben wir. Darf nur eben nicht beworben werden. Also... Also der Besitz und Verkauf ist nicht strafbar auf Liste A. Auf Liste B ist es ein Ticken anders. Da ist der Besitz nicht strafbar. Aber ich glaube, da bin ich nicht 100% sicher. Ich glaube, der Verkauf ist, damit kannst du dich strafbar machen, wenn du einen Liste B-Film, also eine Fassung, die auf Liste B initiiert ist, in Umlauf bringst oder Umlauf bringen möchtest, dann kann jemand kommen und sagen, das geht nicht, wir verklagen dich, gib uns Geld. Also jetzt muss ich mich mal ganz unbeliebt in der Runde hier machen. Also, hat man diese ganzen Bürokratie und ganze Hin- und Hergeschichte nur, weil man den Leuten nicht selber zutraut, dass sie sich selber einschätzen können? Ob sie damit klarkommen oder nicht? Also ich habe mir also damals nicht auch. Also ich bin nicht die BPJM, ne? Ich bin nicht die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, beziehungsweise damals noch Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, BPJS. So viel Zeit muss sein. Die haben irgendwann eben mal gesagt, so, es gibt Medien, also es ist ja nicht nur Filme, es gibt ja auch Bücher und Videospiele. die indiziert werden können, eben trotz, also gerade bei Filmen, eben trotz Altersfreigaben, wobei man da jetzt eben auch nochmal gucken müsste, weil ich glaube in den 70ern, also als das mit den Indizierungen an sich losging, weiß ich nicht, ob es da schon die Altersfreigaben in der Form, oder gibt's also bei Kinofilmen gab es das, aber bei Videofilmen ging das glaube ich erst in den 80ern los. Und der Gedanke, nach meinem Verständnis, ist eben, dass die eventuell eine strafrechtliche Relevanz haben. Das ist vor allen Dingen der Paragraph 131, Gewalt gegen Menschen, beziehungsweise nach Tanz der Teufel. Also Tanz der Teufel war, glaube ich, dieser Präzedenzfall, nachdem man gesagt hat, wir müssen den Gesetzestext ändern. Nicht Gewalt gegen Menschen, sondern auch Gewalt gegen menschenähnliche Wesen, weil ja teilweise Untote ordentlich zurechtgemanscht worden sind. Mhm. Und heute ist der eben ab 16 freigegeben. Auch da wieder die Unterscheidung. Es gibt die BPJM, die eben für die Indizierung die alle jeweils nur auf Antrag, also irgendjemand muss einen Antrag stellen und sagen, hier guckt euch den mal an, diese Fassung, prüft das mal bitte, die wären nicht von selbst tätig. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die FSK. Und die FSK gibt es eben seit nach dem Krieg, ich glaube 49, die hatten jetzt gerade ihr Jubiläum, ihr 70-jähriges, vielleicht ist es auch in den 50ern entstanden. Auf jeden Fall. Echt? Das ist ja wie China. hatten die eben gerade ihr Jubiläum und die waren eben anfänglich, war es für Kinofilme, die Altersfreigaben und dann eben mit dem Aufkommen des Videomarktes hat man dann gemerkt, vielleicht sollten wir bei Videos auch mal Altersfreigaben einführen, weil die konnte theoretisch jeder kaufen zunächst. So, ich bin nicht so alt, deswegen kriege ich das auch eher so aus Erzählung und mir zusammen rein mit. Mhm. Und wurde dann eben auch ausgeweitet eben auf den Videomarkt. Genau, und die FSK macht, genau, die FSK sagt eben, ne, heutzutage 0, 6, 12, 16, 18. Und es gab Anfang der 2000er eben diese Unterscheidung, gibt die alte, in Anführungszeichen, FSK 18, die sagt, der Film ist ab 18, aber da kann dann theoretisch noch jemand kommen und sagen, also den halte ich für jugendgefährdend, beziehungsweise strafrechtlich relevant, guck doch mal, ob der nicht, lieber BPJM, untersucht mal, ob der nicht vielleicht auf den Index gehört. Und seit, ich weiß nicht genau, 2003 oder 2007. Ich glaube 2003 gibt es die neue Regelung der Freigaben und da gibt es dann die FSK ab 18, keine Jugendfreigabe. Und das ist eine Indizierungssicherheit. Das heißt, ein Film, der diese neuere 18er Freigabe hat, der darf nicht mehr indiziert werden. Ja, bis wann zieht man, ja gut, aber bis wann zieht man denn als Junge? Also ich denke mal, als erwachsener Mensch sollte man auch selber zutrauen, ob das einordnen kann nicht, dann müsste man doch auch nach dieser Logik dann auch Bücher und Literatur zensieren. Das ist schon also dieser harte Punkt. Also ich finde nicht, dass das Zensur ist. Es wird auf den Index gestellt. Du kannst es trotzdem bekommen. Das ist ein Unterschied. Naja, ich kenne es ja auch bei einigen Büchern. Da muss man die Ausnahme, muss man sie nicht von den Label selber holen und alles. Aber ganz ehrlich, wenn ein Kind einen Richard Lehman kaufen kann, also ganz ehrlich, das geht doch auch nicht. Ja, also es gibt auch indizierte Bücher, so ist nicht.
Ich. Also ich habe auch zwei hier. Die Mutter hatte ich auch einen ganz schönen Aufwand, mir die zu holen. Aber ich bin da auch hin und her gerissen, weil ich einerseits sage, als erwachsener, mündiger Mensch sollte man eben selbst entscheiden dürfen, entscheiden können und eben nicht quasi ein Verbot vor die Nase gesetzt bekommen. Andererseits habe auch ich, bin auch ich der Meinung, naja, ich habe bei manchen Sachen, die eben verboten, eingezogen, beschlagnahmt werden, auch wenn die wahrscheinlich sich schon längst an den Stellen, wo sie hinkommen sollten, verbreitet haben, habe ich auch nichts dagegen, wenn der Staat sagt, das wird nicht verbreitet, wie irgendwelche Rechtsrock-Geschichten oder Propagandageschichten. Ach, zählen ja auch in diese Kategorie damit rein. Also, es wird die dann auch so. Das, auch indiziert werden und beschlagnahmt und sonst was. Eben mit dem Hintergrund strafrechtliche Relevanz nach Paragraph XY, Gewaltverherrlichung. Also, wie gesagt, der Paragraph 131 Strafgesetzbuch, das ist immer der ominöse, gerade bei Filmen, um den es dann immer geht, wegen. Aber genau, es ist so ein Thema, wo ich auch im ersten Moment sagen würde, was soll das? Und dann aber bei einigen Sachen auch wieder denke, ja, ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn halt, wie gesagt. Also ich glaube tatsächlich, ich glaube, das ist zum Beispiel der Fehler, dass man von sich auf andere schließt, weil ich denke, ich bin ein Mensch, ich kann das gut einordnen. Aber zum Beispiel, jetzt, das ist ja eine Sache, wo ich jetzt, da musste ich jetzt gerade denken, wo ich dann alles auch umgedacht habe, zum Beispiel hier bei 13 Reasons Why oder Tote Mädchen lügen nicht, wo ich die Serie halt auch, naja, also ich finde, das ist halt eine normale amerikanische Serie, sag ich jetzt mal, wie es ist, das ist ein interessantes Thema, klar. Wo danach sich auch unglaublich viele Jugendliche in Amerika wirklich umgebracht haben und diese Suizidrate extrem gestiegen ist, wo ich mich gefragt habe, wie unreflekt, also wie wird das nicht behandelt? Muss man das wirklich so hochsetzen? Also kann man das nicht trennen? Also ich habe überhaupt nicht. Und haben die Serie nie zu Ende geguckt, dass sie den Schluss nicht ziehen? Also das meine ich halt so dieses. Aber gut, wenn man nicht fertig ist, ist es anscheinend eine Gefahr. Wenn man niemanden hat, mit dem man es verarbeiten kann, okay. Aber ich finde es trotzdem. Also ich finde. Ab einem gewissen Alter soll es einfach sein, weil ich glaube, wenn du jetzt auch, ich meine, du hast ja auch diese Diskussion bei Spielen auch die ganze Zeit und ich denke, wenn einer da wirklich durchknallt und mit der Waffe auf jemanden rennt und alles, dann kann das ist eine Charakterentscheidung und nicht eine Altersentscheidung. Also, naja. Gut, aber in dem Thema kommen wir zu keinem Konsens. Genau, also ich denke auch, dass es da Möglichkeiten geben sollte, die Rechtslage oder die Handlungssachen der BPJM beispielsweise zu überarbeiten. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Wenn du auf Liste A indiziert bist, ist es so, eine Indizierung wird nach 25 Jahren, muss eine Neuprüfung stattfinden, was eben dazu führt, dass in den letzten Jahren immer mal wieder Videotitel, die halt heute die Sammler und Hardcore-Leute kennen, aber sonst hört nie jemand von diesen Dingen, wo dann manche sagen, ja, endlich kann Hongkong Cop Killer das Video endlich kann es wieder in den Regalen stehen, öffentlich, und kann verkauft werden. Und keiner hat mehr Videorekorder. Schön. So, das Problem, oder der andere Punkt ist aber, dass sobald ein Titel auf Liste B ist, die BPJM sagt, nö, da wird, also es muss eine Neuprüfung erfolgen, ja, aber der bleibt auf jeden Fall auf Liste B. Weil, oder gerade wenn mal eine Beschlagnahme stattgefunden hat, das ist irgendwie der nächste Schritt, ich bin wie gesagt kein Jurist, aber ich hatte auch mal gehört, also eine Beschlagnahme ist dann wieder der nächste Punkt, die gilt für 10 Jahre und dann nach 10 Jahren ist sie verjährt. Und dann hat zum Beispiel, ich glaube, das war bei Texas Chainsaw Massacre eben, dass Turbine dann eben argumentiert hat, ja, also die ist verjährt, es gab keine neue Beschlagnahme, deswegen muss jetzt der Titel mindestens von B auf A umgetragen werden, beziehungsweise es muss einfach mal mindestens geprüft werden, ob diese Relevanz überhaupt noch vorliegt, dass der auf Liste B steht. Wo die aber gesagt haben, nee, es gab eine Beschlagnahme, deswegen ist automatisch jede Neuprüfung wird auf Liste B eingetragen. Aber also, es ist gut möglich, dass ich hier manches jetzt ein bisschen verknappt und auch falsch äußere. Ja, aber weißt du, so in die Richtung geht das. Aber hast du eine Idee, was der Trick denn da war, dass sozusagen jetzt unser Battle Royale von B auf A wieder gewandert ist? Also die sind halt aktiv direkt, als es dazu gekommen, oder es ist zunächst dazu gekommen, dass er auf Liste B indiziert worden ist und dann gab es eben ein Gerichtsverfahren, weil eine Beschlagnahme, oder es gab einen Beschlagnahmebeschluss eines Amtsgerichtes, Amtsgericht Fulda, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Und natürlich hast du als Rechtinhaber, weil du ja natürlich betroffen bist, hast du die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, Einspruch.
Na gut, aber du musst ja auch, aber du musst es ja auch begründen, weil sonst kann ja jeder kommen. Genau. Mich hätte jetzt die Begründung. Kann nicht jeder kommen, es muss der Rechteinhaber. Ja, aber nee, aber ich will damit sagen, der muss ja auch eine Begründung haben. Da kann ja nicht nur sagen, ich bin der Rechteinhaber, der muss ja auch sagen, genau, der kann auch wieder der Liste sagen. Ich kann zum Beispiel erstmal gucken, womit begründen die das? Ne? Also es ist zum Beispiel, ich glaube, bei der Tanz der Teufel-Sache gibt es eben auch den Bericht der BPJM und da sind halt 10 beschrieben, wo alle sagen, das hätte ich aber auch gerne in dem Film gesehen. Also wo man sich fragen muss, ob die tatsächlich den Film geguckt haben oder wo dann zum Beispiel angeführt, ja, der Richter hat jetzt nur aufgrund eines Gutachtens sozusagen entschieden, ohne dass, wo eben Szenen beschrieben werden, die so im Film gar nicht stattfinden oder wo man merkt, das Thema Filmrezeption und Filmbildung ist wichtig, weil da Leute was hingeschrieben haben, was in Filmen nicht vorkommt, was sie sich aber eingebildet haben, was sie gesehen haben, weil die Filme eben, ne, die haben eben, so sehe ich das und das, was ich nicht sehe, das denke ich mir natürlich dabei manchmal, wenn jemand auf einen anderen Menschen schießt, dann denke ich mir eben, dass ihm gleich der Kopf... Ah, diese alte 7-Debatte, ne? So, und wenn du eben niemanden hast, der da ernsthaft und fundiert gegen vorgeht, was eben lange Zeit, gerade in den 80er, 90er, glaube ich, der Fall war, passiert auch nicht. Und jetzt ist zum Beispiel... soweit ich das mitgekriegt habe, mittlerweile folge ich das auch nicht mehr so genau, werden eben Filmwissenschaftler schreiben Gutachten, beschreiben, warum natürlich, ja, die Gewalterstellung ist nichts für Kinder, das ist völlig klar, aber da sind Metaebenen drin und sonst wie was. Also das ist von mir auch ein bisschen fantasiert, weil ich nicht genau weiß, was jetzt da drin steht. Aber die kümmern sich, dass da eben Gutachten stehen und das dann eben einfach sagen kannst, wirklich so, hier, wir haben hier Leute, die wissen, worum es in Filmen geht, die müssen ja irgendwie schon eine Ahnung haben, also sollte sozusagen die Begründung schon mal ein bisschen Gewicht haben. Und manchmal oder immer öfter führt das eben zum Erfolg und dass die Liste B wird immer kleiner, ich weiß nicht, ob sie immer kleiner wird, weil es auch immer neuere Sachen vielleicht auch mal wieder raufwandern, aber es ist da durchaus erkennbar, dass einige Labels das nicht mehr so hinnehmen, beziehungsweise eben auch anstrengen, dass frühere Entscheidungen, dass man dagegen vorgeht. Oder dass dann eben so, das war glaube ich auch bei Texas Chainsaw Massacre, dass dann Turbine sagen wollte, so, wir möchten jetzt von B auf A umgetragen haben und wir gleich einen Listenstreich. Und dann haben die gesagt, ja, es gibt gar kein Urteil, was ihr aktuell anfechten könnt, weil die alle schon so weit zurückliegen. Das heißt, sie müssten eigentlich eine neue Veröffentlichung machen, die müsste dann vor Gericht kommen und dann erst können sie dagegen vorgehen und damit das alles machen. Oh, das willkommen in Deutschland, also, echt. Wie gesagt, ne, das kann sein, dass ich das jetzt nicht alles punktgenau und juristisch korrekt darstelle, aber naja. Ja gut, aber ich war ganz ehrlich. Ein langer Weg, deswegen hat es zum Beispiel bei Texas Chainsaw Massacre auch viele Jahre sich hingezogen und ja, heute, ja. Hast du denn deine Fassung da und auch irgendwie bestellen müssen extra im Laden, dass du die kriegst? Oder was hast du für eine Fassung von Texas Chainsaw Massacre? Ich glaube, ich habe eine, die möglicherweise nicht eine offiziell lizenzierte war, ja, die ich damals nicht wusste. Und dann habe ich aber mir auch die Turbine-Fassung gekauft. Oder genau, dann habe ich bei Turbine, das war, damals habe ich das noch so sehr intensiv verfolgt und habe mir dann, habe ich gewartet, bis es die Turbine-Fassung mit der Freigabe FSK ab 18 im Laden gab, bin in den Laden gegangen, habe das aus dem Regal genommen, bin damit zur Kasse und habe das Ding gekauft, um Turbine zu unterstützen auf diese Art und Weise. Ja, ich habe ihn das, ich glaube, wann habe ich das, im Kino habe ich den gesehen das letzte Mal, ja, als du ihn gezeigt hast. Ja. Genau, und da habe ich ja noch diesen super tollen Megawitz gemacht, der hat sogar bei ein oder zwei Leuten geklappt gehabt, bin dann so reingekommen, kurz bevor, also nach dem Trailer bin ich so reingegangen, ja, tut mir leid, Polizei ist gerade gekommen und hat gesagt, dürfen die halt nicht zeigen. Stimmt. Und zwei oder drei wären fast aufgestanden, wo ich so dachte, boah, mein, ja, stimmt, das war ich dabei, das war meine, die saßen in der gleichen Reihe. Und bei der einen Vorstellung war da auch eine, nee, das stimmt nicht. Der war in die Zähne. Nee, das stimmt nicht. Aber, genau, also auch da einfach, genau. Ja, also auch da sozusagen ein bisschen eben Bildung vermittelt auf diese Art und Weise. Ja, war auch damals ganz ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht, haben wir da auch einen Podcast gemacht damals? Oder? Also ich weiß, da habe ich, glaube ich, mit Christian und Arne eingemacht, weil Arne den, glaube ich, nicht so doll fand. Er meinte, naja, ist halt so, buff, er sieht da auch nicht mehr drin so rum. Und dann hatte ich halt nur gesagt, ja. Oh, naja, gut, dann hatte ich einfach so Spaß. Mhm. Nichtsdestotrotz, dass man den Bogen zurückschlagen. Hast du noch was Schönes von dem zu Battle Royale auf deiner Liste? Ja, ich habe mal bei Kinji Fukasaku, so oder so ähnlich spricht man den Regisseur aus, geguckt. Der hat in den 60ern schon angefangen mit Filme machen. Mhm. Hab dann so einmal rübergerollt über die Filmografie. Er hat wohl bei Tora. Ah, den habe ich auch schon ewig auf meiner Liste. Sequenzen mitgelegt, also glaube ich 4 oder 5 Regisseure da. Dann ein Titel, der mir nicht völlig unvertraut war, Battles Without Honor and Humanity. Da gibt es irgendwie 5 Teile oder so. Hab ich noch nie gehört. Was ist das? Ja,
habe ich auch noch nicht gesehen. Achso, okay. Naja, gut. Aber das ist so ein Titel, der mir immer ich merke, ich stelle heute mal an der falschen Stelle die Fragen. Kein Problem. Dann gibt es einen Film von ihm, von dem ich eigentlich nur weiß, weil ich das Label Subkultur Entertainment, die bringen ja unter anderem die Edition Deutsche Vita raus, und die haben auch einen Film von ihm rausgebracht, und zwar Sternenkrieg im Weltall. Habe ich auch nicht gesehen, aber der war mir dann vom Titel her bekannt. Da bin ich schon raus, wenn ich einen Titel, da denke ich mir schon, ja, mach mal. Aus den 70ern, ich glaube, der lief dann auch mal bei Schläferz oder so. Naja. Was aber, ist denn das, die japanische Konkurrenz des Star Wars oder was? Ich glaube tatsächlich punktuell irgendwie schon, ja, aber ich glaube, der ist von 78 oder so, also es käme ja hin, 77 kriegt der Sterne, 78 der andere. Also das wäre ja ein Ding, ne? Und hat wohl auch eine spezielle Synchronisation. Und der schönste Titel... Ach so, Titel, ja, das ist ja dann das Schlimmste, der ja. schönste Titel in seiner... Warte. Oder der schönste deutsche Titel in seiner Filmografie war für mich aus den 80ern Die Todestreppe. Oh, bin ich jetzt eigentlich die Einzige, die wieder hier an diesen tollen Film hier, bis das Blut gefriert, denken muss? Das ist für mich eine Todestreppe. Ja. Also. Ich musste dann kurz an Simpsons denken hier mit, sie bauten die Rolltreppe ins Nichts. Wah. Wah. Nee, bei mir kam bis das Blut gefriert, weil immer diese Treppe wackelt. Weil, naja, das ist ja eh so der Film, wo ich dann dieses Prickeln im Nacken kriege und denke, oh mein Gott. Und Battle Royale tatsächlich sein vorletzter Film als Regisseur gewesen. Wieso, ist er tot oder ist er in Rente? 2003 an Prostatakrebs gestorben. Oh. Und sein letzter Film war Battle Royale 2. Wie alt ist er geworden? Aufs Geburtsdatum hatte ich jetzt nicht geschaut. Wenn er in den 60ern angefangen hat, sagen wir mal 40, mindestens 50, 60. Ich würde überhaupt in den 40ern geboren, aber ich weiß nicht genau. Hm. Ja, so, das war ja mal ein kurzes Intro. Nein, warte mal, du hast mich noch gar nicht gefragt, wie ich auf Battle Royale komme. Ja, wie kommst du denn auf Battle Royale? Ja, lustigerweise ist dieser Film komplett an mir vorbeigegangen, an der kleinen ignoranten Kali, wie immer. Und ich war damals in Berlin und Dussmann gewesen und habe gedacht, ich brauche ein schönes Buch für die Fahrt. Und dann stand da Battle Royale da an der Wand und habe ich gedacht, der Name klingt lustig. Ja, aber lustig. Naja, bei Battle Royale, ne, was willst du sagen? Das war eine richtig schöne Aufmachung, muss ich sagen. Und da oben stand ein riesengroßer Aufkleber drauf. Ne? Battle Royale fängt da an, wo die Tribute von Panem aufhören. Und da habe ich so gedacht... Also, so, klingt so, interessant. So verständlich, wie ich das finde, dass man halt als Werbung irgendwie so eine Aufhänger braucht. Und natürlich orientiert man sich dann an irgendwelchen populären Sachen. Also ich finde den Spruch total blöd, ne? Aber ich wollte mal einen asiatischen Autor lesen, abgesehen von unserem Klassiker. Und dementsprechend, deswegen habe ich mir das Buch geholt. Und ich habe das Buch natürlich immer noch nicht gelesen, ist klar, ne? Aber das kann ja immer noch kommen, tatsächlich. Und ich habe auf jeden Fall von vielen schon gehört, dass man den auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Ob man ihn dann mag, ist eine andere Sache. Aber ich erwarte tatsächlich sehr, sehr viel. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er ist. Und der ist ein Schwarz-Weiß, oder? Nein. Nein? Oh, dann ist ja gut. Ich glaube, die tragen schwarz-weiße Kleidung. Also ich habe einen Trainer gesehen, der war ein Schwarz-Weiß, aber das war wahrscheinlich aus Schutz irgendwie aus anderen Gründen wahrscheinlich. Es wird also gleich ein sehr interessantes Seherlebnis werden dann. Das ist aber auch eine schöne Blu-ray, ne? Ungekürzt, unzensiert, nur einer darf überleben. Ja, nachdem ich jetzt hier so viel auch andere Labels erwähnt habe, Cape Light ist auch ein Label, die bringen auch durchaus Mediabooks raus, was mittlerweile auch so manchmal eben zur Kritik für so von, die sind meistens so teuer und so. Und Cape Light ist ein Label, die bringen, zumindest so mein letzter Stand, die Mediabooks kosten meistens so 20 Euro maximal, also eher so dieses 19,99 oder so. Und sie bringen sehr regelmäßig, soweit ich das verfolgt habe, wenn es mal eben für mich relevant war, von den Filmen eben nicht nur einfach ein Mediabook raus, sondern auch so einer einfachen Single, Blu-rays in einer einfachen Amare-Hülle, die dann eben, jetzt hier Battle Royale, glaube ich, 8 Euro oder so gekostet hat. Was nicht immer der Fall ist. Es gibt andere Label, die hauen ihre Mediabooks für 30 Euro oder so raus. Gab es dann davon keine schönere Variante? Ja, wie gesagt, es gibt hier so diese 7-Disc-Variante für 5000 Exemplare, aber ich glaube, die ist mittlerweile schon längst, nicht mittlerweile, die ist schon seit Jahren quasi zum Erscheinen fast ausverkauft gewesen oder so. Es kommt jetzt tatsächlich hier im Laufe unserer Aufnahme Mitte Dezember 2019 kommt eine Fassung raus, Teil 1 und 2 zusammen. Es gab den im Steelbook. Es gibt einen Teil 2? Ich habe gerade gesagt, das ist der letzte Film von dem Mann gewesen. Ach Gott, ich bin bei der Treppe hängen geblieben. Entschuldige. Naja. Nee, genau, auf jeden Fall, die machen sozusagen... Wie denn? Das ist nur eine... Okay. Sammler- und Sonderedition und bringen aber eben auch dann weitere Auflagen aus, was, wie gesagt, nicht immer der Fall ist. Es gibt Filme, wo ich dann auch mittlerweile überlege, ja, kaufe mir jetzt für 30 Euro das Ding und habe dann eine DVD rumliegen, die ich nie gucken werde und...
Da bin ich also sehr. Achso, und wie gesagt, sie kümmern sich eben auch mit darum, dass die Filme öffentlich in den Handel kommen können, wenn es eben Filme sind, die vielleicht gerade noch indiziert sind. Also, dass man da eben Listenstreichungen in Angriff nimmt und andere Sachen. Also, ich habe das Gefühl, wenn wir im Kino sind, dann haben wir auch relativ häufig die Anwendung Cape Light. Vielleicht ein bisschen enttäuscht oder so, aber ich habe das Gefühl, wir gucken von Cape Light auf jeden Fall relativ viele Filme. Tatsächlich. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich ein paar andere Filme auch noch mehr gesehen, so andere Dings, aber ein paar von denen, die dieses Jahr im Programm waren, hatte ich glaube ich auch dabei, ja. So, wollen wir das Programm starten und Battle Royale uns mit in den Kampf werfen? Weißt du überhaupt, worum es geht? Ja klar. Nur einer darf überleben. Hast du das Buch eigentlich gelesen? Nein, habe ich auch vorhin gesagt. Siehst du, das habe ich vorhin gesagt. Hörst mir auch nicht zu. Ich habe es nicht mehr. Also, es lag irgendwie mal eine Woche im Wohnzimmer auf dem Tisch und dann irgendwann habe ich sie auch schlecht gewissen wieder weggeräumt. Weil ich dir bei dem Aufkleber ins Wort gefallen bin, habe ich dann einfach gerade überlegt, hat sie es eigentlich jetzt gesagt. Naja. Okay. Aber eine Frage habe ich noch. Hast du den zweiten Teil auch gesehen? Nö. Ach, schade. Aber ist denn der zweite Teil 0? Also von 1 auf 0? Es spielt übrigens Takeshi Kitano. Oder hier steht drauf: Beat Takeshi als Kitano. Der ist ja auch ein durchaus bekannter Regisseur und für mich ist halt immer noch Takeshis Castle, was ich lange nicht wusste. Naja, das ist ein Regisseur oder Schauspieler? Er ist eigentlich durchaus Regisseur, spielt aber auch in seinen eigenen Filmen gerne mal mit und anscheinend auch in anderen Filmen. Ich bin mal gespannt, ob ich einen vom Gesicht her kenne. Ich weiß aber den Namen nicht. Sagen wir jetzt kurz Ciao und gleich sage ich wieder Hi und wir gucken jetzt erstmal den Film. Ich freue mich auch drauf. Ja, sag mal den Originaltitel. Batoru Huwayaru. Ja, dann können wir jetzt weitermachen. Denn wir haben den Film jetzt geschaut und während ich hier nochmal auf die Rückseite des Covers gucke, um noch ein paar Namen zu lesen. Worum geht es denn in Battle Royale? Das fragen wir uns alle, Max. Das war jetzt meine super Vorlage, um den Inhalt wiederzugeben. Ach so, okay. Sag doch einfach, Kali, gib mal eine Inhaltsangabe. Also ein Stegreif von Inhaltsangabe rausschütteln ist aber nicht meine Stärke. Ehrlich hier, ne? Hinter den Kulissen hast du mir gesagt letztes Mal, ja, vielleicht darf ich auch mal den Inhalt zusammenfassen, dass die Leute auch wissen, worum es geht. Ja. Also Inhalt aus dem Stegreif machen ist jetzt auch nicht mein Stil. Ja, weil das letzte Mal, dass man nicht gefordert hast und ich das nicht machen musste, habe ich mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet. Ich muss das erstmal sacken lassen. Also es geht im Prinzip darum, dass in Japan sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse sich unheimlich verschlechtert haben. Das heißt, dass eine hohe Arbeitslosenrate vorherrscht, dass die Schüler sehr rebellisch sind, auf ihre Eltern nicht hören, weil sie keine Vorbildfunktion mehr haben. Und dementsprechend ja, auch nicht mehr zur Schule gehen, weswegen sozusagen die ganze Gesellschaft weiter abbaut und um sozusagen dem vorzuwirken, hat dann die Regierung ein Gesetz verabschiedet, das sogenannte Battle Royale Gesetz, um dem entgegenzuwirken und das zielt darauf ab, dass sozusagen per Losverfahren einmal im Jahr, also beim Jahrgang 9. Klasse, eine Klasse ausgewählt wird. Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen aus allen Klassen, die es gibt, eine ausgewählt wird oder aus rebellischen oder nicht so vorzeigemäßigen Klassen. Und die muss dann sozusagen auf einer Insel gegeneinander kämpfen, bis sozusagen nur noch eine steht. So Last Man Standing Prinzip. So würde ich das jetzt mal spontan zusammenfassen. Jo. Wie ist das? Trifft es den Kern? Ja. Naja, ich fand es jetzt auch schwierig, das zusammenzufassen, weil gerade ich am Anfang diese Verständnisprobleme hatte, weil ich es nicht ganz gecheckt hatte, warum sozusagen dieses Gesetz jetzt genau eingeführt wurde. Deswegen fand ich diese Netzangabe jetzt auch schwer, weil dieses Problem hat sich bei mir bis zum Ende nicht wirklich gelegt. Tatsächlich. Aber ich nehme es mal so hin. Das ist halt mal ein sehr interessantes politisches Kalkül. Ja. Ich würde einfach wieder mit dem Schlagwort Kafkaesque kommen. Weil es einfach so eine völlig absurde Situation ist. Auch wir beschließen mal, 15-jährige Menschen bringen sich gegenseitig um, eine aus der Runde überlebt und damit kriegen wir das Land wieder auf Kurs. What? Ich glaube, das Schlimmste ist, was ich so denke. Ja, ich befürchte, es gibt Menschen, die da wahrscheinlich sagen würden, und wo ist das Problem so ungefähr? Ja, bei mir ratterte im Hinterkopf sozusagen die ganze Zeit der Motor. Aber so auf verschiedenen Ebenen tatsächlich.
Weil ich bei mir sind so viele Fragen aufgeploppt, auch im Nachhinein, wie es weitergehen kann und wie die Situation das genau lösen soll, dass ich da immer noch nicht mich ganz sortiert habe tatsächlich. Deswegen stotter ich gerade so ein bisschen rum. Aber ich muss sagen, also ich finde, ich würde es weniger als Kafkaesque schreiben. Ich würde eher sagen, das ist klassisch japanisch. Also dieses überdrehte, krasse, dieses extrem dystopische. Ich habe auch am Anfang so gedacht, weil die bei Battle, ihr kennt das Battle Royale Gesetz, habt ihr zumindest schon gehört von, wenn ihr das so am Anfang zu denen sagt. Aber irgendwie wirken die alle so, als wenn die es nicht kennen würden. Und deswegen habe ich erst noch gedacht, naja gut, dann ist es ja wahrscheinlich so eher so eine Geheimaktion sozusagen, Regierung, um sozusagen die Bevölkerung zu minimieren. Aber dann habe ich wiederum gedacht, nee, am Anfang, der Film führt ja eigentlich ein, dass die Presse darüber berichtet, wer der aktuelle Gewinner ist sozusagen. Und ja, ich fand, da waren so viele Fehler auch am Ende dabei, die ich als Sachen, also so kleine Elemente, die ich als fehlerhaft empfinden würde, deswegen ich jetzt auf jeden Fall trotzdem noch richtig Bock habe, das Buch mal zu lesen. Wahrscheinlich kriege ich dann da auch die Antworten, dass die eher sozusagen jetzt alles zum Schluss ein bisschen verkürzt wurde, um das in diese Sendezeit reinzukriegen. Das ist jetzt so meine Antwort auf manche Sachen. Möchtest du diese, was du jetzt als Fehler bezeichnest, ansprechen? Oder? Nee, dann springe ich ja schon so weit nach vorne, ne? Also ich würde fast wahrscheinlich lieber chronologisch vorgehen wollen. Nachdem wir jetzt schon 40 Minuten Einführung hatten. Naja, schon auch wieder. Naja, zum Beispiel, okay, jetzt komme ich wirklich ganz zum Ende. Ja, also wenn zum Beispiel sozusagen das Spiel jetzt beendet erklärt ist und dann halt denn die Soldaten losgehen, ja, wir müssen die Leute identifizieren, wo ich dachte so, ja, wieso, ich auf der ganzen Insel hast du nicht einen einzigen Soldaten gesehen, die standen halt immer nur auf dem Platz und haben die Kamera geguckt, sind sie alle losgelaufen, haben geguckt, ob da wirklich einer liegt, was ist das denn? Und auf einmal sind die auf einmal alle weg, die ganze Insel, die ganzen Soldaten sind weg, bevor sozusagen auch die letzten Leichen gefunden sind, nur der Lehrer ist noch da. Das fand ich irgendwie befremdlich und auch irgendwie ein bisschen sinnfrei tatsächlich. Also ich würde dazu sagen, sie wollen identifizieren oder gucken gehen, weil es tatsächlich jetzt um den Sieger, die Siegerin geht. Ne? Also wer hat denn nun, wer ist denn tatsächlich jetzt der Überlebende? Ja, aber auf den haben wir ja auch nicht gewartet. Also weil es jetzt tatsächlich ja darum geht, hier, wir müssen den Gewinner, die Gewinnerin abholen und präsentieren und darf dann die Kamera lächeln. Ja, die wirkten aber eher so, als hätten die alle die Insel verlassen. Also. Ja, bevor sie die Insel verlassen natürlich, als sie sagen, wir müssen den identifizieren. Und dann sagt ja hier der Lehrer einfach, nö, Operation beendet. Warum immer der Lehrer das einfach so machen darf. Ja. Also das ist der perfekte Job für einen Lehrer, der seinen Job hasst. Und dass sie dann weg sind, das ist natürlich ein bisschen. Also stimme ich zu, für mich war auch so der Eindruck, ja, die sind jetzt alle weg. Aber das gerade so, wie wir eben den Anfang gesehen haben, wo eben die das Mädel da, irgendein Mädel überlebt hatte, das eben, ja auch glaube ich, also ich bin mir nicht mehr sicher, aber bedeutsam von Wachkräften oder von Armeeleuten da umhergetragen worden ist. Das kann ich gar nicht sagen, weil das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weil das war so eine Sinnüberflutung mit natürlich die Presse und alles, dass ich mich erstmal sortieren musste in diesem Moment und erstmal gucken musste. Ich musste erst in diesem Moment erstmal in den Film reingucken, weil ich dachte so, jetzt bin ich gespannt, wie das hier losgeht. Aha. Und dieses mit der Presse auch wieder so extrem. Die sind doch ein bisschen Panem. Aber letztendlich im Laufe des Films habe ich mich an so viele Filme erinnert gefühlt und an so viele und an einige Bücher, die ich gelesen hatte, erinnert gefühlt und wie viel da so eingeflossen ist oder wie viel sozusagen da auch von abgeguckt worden ist, indirekt wahrscheinlich. Oder das fand ich schon sehr erstaunlich. Wenn so viele Filme so reingeploppt in den Kopf, wo ich dachte, sowas kommt mir so extrem bekannt vor. Ja, sag doch mal ein paar Filme, die in den Kopf kamen. Ja, ich weiß nicht, ich kann mir mal keine Titel merken, das ist ja mein Problem. Also, was habe ich am Anfang gedacht? Das muss ich mal überlegen. Also ich habe zum Beispiel an diesen einen Deutschen gedacht, ich meine, der noch gar nicht so alt ist, von, ich weiß nicht, wie er heißt. Auf der Verfilmung von dem Buch von Ödön von Harvard. Jugend ohne Gott. Ja, Jugend ohne Gott. Die haben noch, ich weiß gar nicht, ich weiß schon gar nicht mal genau, wie das genau. Der Film war, ich weiß nur, dass der Film extrem anders war als das Buch. Und das Buch war fantastisch. Ja. Und der Film, So, das kam mir noch in den Sinn. Das habe ich gedacht. Dann hatte ich mich an eine japanische Serie erinnert gefühlt durch diesen einen Charakter, der so genau so da reagiert hat.
Ich habe jetzt ganzen Film überlegt, wie die Serie heißt, da komme ich definitiv nicht drauf. Also da habe ich nicht mal eine Idee mehr, wie das sein könnte. Aber das war auf jeden Fall noch drin, denn halt allgemein auch in diesem Stereo, denn natürlich der Bruder von Panem drängt sich natürlich extremst auf. Vor allen Dingen auch in der Inszenierung tatsächlich bei Tribute von Panem, die auch in der Schlucht sich verstecken, das Pärchen, das war ja bei Panem auch mit drin im ersten Teil. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich konstruiert. Da war ich halt sehr überrascht. Das war noch mit drin. Das hätte ich mal mitschreiben sollen. Es kam immer wieder was bei mir rein. Fällt mir vielleicht noch rein. Ich muss so ein paar Mal an Jurassic Park denken. Einfach nur, weil auf einer Insel, die tolle Landschaft hat, mal vereinzelt Menschen rumlaufen. Okay, es gab keine Dinos. Ja, was war denn eigentlich so deine Erwartungshaltung? Und also du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja noch so aus meinen letzten hinteren Ecken zusammengekramt, was ich noch so von der ersten Begegnung im Kopf habe. Ja, tatsächlich ist der Film anders, als ich erwartet habe. Schwarz-Weiß-Film. Ich habe Schwarz-Weiß-Film. Ich habe lustigerweise alle Tricks gesehen, weil du mein Schwarz-Weiß-Film gedacht, der Film ist auch ein Schwarz-Weiß. Und haben das wahrscheinlich so versucht abzumildern oder so. Ich kann es auch nicht genau sagen. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber wahrscheinlich durch diese rabiate Aufmachung der Blu-ray mit diesem Schwarz-Rot und diesen ich habe ja beim Trailer nur kurz reingeluschert. Ich hasse es ja, Trailer zu gucken, weißt du ja. Ne? Aber deswegen habe ich da auch nicht allzu viel wahrgenommen. Aber ich habe gedacht, das ist so. So auf eiskalt, jeder gegen jeden. Das klingt jetzt doof, wenn ich das sage, weil das ist ja im Prinzip so. Und ich finde, der Film hat trotzdem noch sehr viel Menschlichkeit und Gesellschaftskritik reingebracht. Und das fand ich, damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet, dass da dieses Zwischenmenschliche und auch nochmal so viel mit drin ist. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, das ist wirklich so, dass du vielleicht aus einer Perspektive von einem Schüler siehst, wie der alle runtermäht, so. Also so ein bisschen mehr auf Action-Style indonesisch, so. Habe ich jetzt erwartet, so. Und das war ja gar nicht. Da war ja wirklich eine Geschichte hinter und auch mit teilweise auch sehr liebsamen Charakteren und auch diesen bösen Charakteren, die auch teilweise noch spontan eine kleine Hintergrundgeschichte verpackt gekriegt haben, um wieder diese ganzen typischen Grauzonen zu zeigen, was sich auch typisch mit Japan verbindet tatsächlich. Ich finde ja, also aus meiner Erfahrung heraus, finde ich sozusagen, gut, im japanischen Kino habe ich nicht so viele Berührungspunkte bisher gehabt, ne? Aber außer so die klassischen Filme, die man mal gesehen hat, wie Ring oder so. Aber tatsächlich, ich gucke halt relativ häufig japanische Serien und die sind für mich halt immer von der Art her auch, entweder sind die total extrem überzeichnet und überdreht. Oder die sind halt extrem brutal, direkt und ehrlich und sind auch sehr, sehr kritisch. Und lustiger, ich hab gedacht, dass der Film in diese Richtung überdreht geht. Aber ich finde im Nachhinein, ist es gar nicht mal so. Ich finde im Nachhinein, auch wenn das Thema jetzt vielleicht krass klingt, dass es trotzdem dieses direkte, dass ich das eher in diese reelle, kritische Schiene reinstecken würde. Mhm. Also jetzt von der Inszenierung, von der Art her, wie die Geschichte bei mir ankommt. Ne? Das ist immer so schwierig zu beschreiben. Also ging es mir zumindest. Und ich fand halt, abgesehen von dieser völlig absurden Grundvoraussetzung, wirkte das alles auch so für mich recht schlüssig, was sich da so ereignet hat. Das finde ich recht glaubhaft tatsächlich. Das ist ja dieses Herr der Fliegen-Prinzip, ne? An Herr der Fliegen habe ich auch erinnert. So, das kommt auch noch mit rein. Aber das drängt sich ja auf, sobald irgendwelche Leute auf einer Insel sind und sich gegen sich abschmetzeln, da kommt eh immer William Golding rein. Also das ist ja klar. So, ja. Also ich muss sagen, ich kann den jetzt auch nach dem zweiten Mal sehen, nicht so wirklich greifen. Also ich finde, der hat schon irgendwas, da steckt schon was drin, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob der mir so in Gänze gefällt. Ich weiß noch, damals in der besagten Nacht in Dänemark, Basti hatte zum Beispiel auch mitgeguckt und Basti meinte auch so, ja, jetzt kommt gleich der nächste, oh, ich liebe dich tot. Also das können wir mir richtig vorstellen. Also das kommt ja irgendwie, und da ist ja durchaus was dran, dass der in dieser Zuspielung, also der Film hat ja, finde ich, mehrere große Herausforderungen. Das eine ist natürlich,
dass du als Zuschauer erstmal sagen musst, okay, diesen Schwachsinn oder diese Handlung gehe ich mit. Ich überlege gerade, ob... Ich weiß ja, Schwachsinn finde ich das gar nicht. Das ist überhaupt nicht so. Das ist für mich ein dystopischer Weltentwurf. Punkt. Du findest das nicht schwachsinnig, das ist einfach, okay, wir sind jetzt in einer Welt, in der die Erwachsenen einfach sagen, ja gut, wenn die Jugend nicht hört, dann töten wir die einfach und wir machen das, wir töten sie nicht einfach, sondern die machen nee, find, ein find Spiel. Das nee, ich finde es total Schwachsinn, wenn wer sich sowas einfallen lässt. Ich finde, gerade jetzt 20 Jahre später knapp in einer Welt sind, in der das nicht schon wieder ein bisschen dichter an eine mögliche Realität gekommen ist. Also ich finde das Wort schwachsinnig nenne ich nicht passend, weil wenn ich nach diesem Prinzip gehe, dann dürfte ja jede Dystopie, die man liest, schwachsinnig sein. Dann müsste man ja auch 1984 zerreißen, weil auf einmal ein großer Bruder bei einem herrscht. Und das würde eventuell auch in die Realität reinkommen nach dieser Begründung. Dass ich, ja, das war ja gewissermaßen Realität. Ja, also, naja, gut, ich, okay, also ich will damit, oder eher Fahrenheit 451 oder was weiß ich das. Also ich, das meine ich jetzt. Also dann könnte ich, also ich gucke zum Beispiel sehr gerne Dystopien und weil ich es auch mal interessant finde, diese Herangehensweisen, weil das ist ja wieder so eine Art, wenn du halt in dieses Science-Fiction-Fach abgleitest, dass da doch immer so extrem viel an der Realität dran ist, dass dich das gruselt. Und das empfinde ich in diesem Fall halt auch und ich finde halt der Ansicht, also gut, jetzt ist es ja auch noch ein japanischer Film, die Japaner haben sowieso einen ganz eigenen Stil und auch eine, und da ist auch die Ausgangssituation auch anders, das, weil die Gesellschaft konservativer angelegt ist, leben die sich halt mehr in den Medienbereichen aus, in allen Bereichen und das ist halt da noch, also das ist da halt normal, sag ich jetzt mal, und dass die halt diesen alles überzeichnen und überdrehen in Japan und ich finde das halt krass, deswegen finde ich es auch krass, wie viel Gesellschaftskritik, also wie viel da drin ist, wenn man so ein bisschen sich mit der japanischen Gesellschaft beschäftigt oder so ein bisschen, ja doch, sich dann, doch wenn man sich damit beschäftigt, dann fallen da mir so viele Sachen auf. Also ich sag mal so, mir sind jetzt ganz viele Sachen aufgefallen mit dem aktuellen Gesellschaftssystem, was da so drin ist, was ich vielleicht, wenn ich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren diesen Film gesehen hätte, mir das nie aufgefallen wäre, weil ich mich mit Japan gar nicht auseinandergesetzt habe. So. Also. Und diese Handlung, dieses mit diesem gegenseitig Umbringen, das ist ja sozusagen jetzt der Aufhänger, aber da ist ja noch so viel mehr in diesem Film drin. Also mir hat der Film sehr gut gefallen tatsächlich. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand ihn sehr kurzweilig. Ich fand ihn auch sehr geil gespielt, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich war überrascht über die emotionale Tiefe, die teilweise da wirklich vermittelt worden ist. Auch manchmal auch nur mit wenigen Szenen, fand ich sehr stark. Und ich fand auch, wie gesagt, auch ganz diese kleinen Gesellschaftselemente extrem krass. Ja, fand ich schon. Okay. ich war dabei zu sagen, dass man ja theoretisch ein paar, oder dass der Film ja so ein paar Anfangshürden hat. Also einmal diese ganze Situation, dass man sagen muss, dass man da eben erstmal sagt, okay, gehe ich mit. Ne? Ob man das nur als Schwachsinn bezeichnet oder wie auch immer, also an zweiter Stelle. Dann das Charakterproblem, würde ich jetzt mal sagen, weil du ja theoretisch eine Klasse von 40 Schülern, den Lehrer und noch 2 Sonderlinge hast, die du quasi eigentlich vorstellen musst. Und ideal, oder eine Variante, mit der ich ja groß geworden bin, oder viele Menschen, ist, dass man irgendwie eine Hauptfigur und oder 2 Hauptfiguren hat. Und mit denen dann meistens irgendwie so eine stärkere Bindung aufbaut und dann diese Reise durch den Film, die Welten im Film mitmacht. Was ja hier natürlich auch gemacht wird zu einem gewissen Grad, aber auch trotzdem ja mehr als genug dann Nebenfiguren auftauchen. Was ja nicht unbedingt leicht ist, weil ich finde, dass das dem Film eben nicht immer gelingt, zu diesen Figuren eine Bindung aufzubauen. Natürlich kann ich jetzt mal sagen, das sind jetzt Jugendliche, die haben das überhaupt nicht verdient, dass sie abgeschlachtet werden und dann auch noch sich gegenseitig abschlachten müssen, weil irgendjemand diese kranke Idee hatte. Und wenn dann eben manchmal diese Rückblicke kommen, diese kleinen Schnipsel, finde ich einerseits durchaus auf den Punkt gebracht, diese Szenen, gerade bei, jetzt geht's los, die Charakternamen. Schon mit Toro oder wie sie hieß, ne? Die quasi böse, sage ich jetzt mal. Mitsuko. Die als Einzelgängerin so ein bisschen porträtiert wird und wo wir dann Mitsuko, genau, die
Ja, wie es nun genau ist, will ich mich gar nicht festlegen. Ich habe es so aufgefasst, dass die Mutter dem widerlichen Typen Geld gegeben hat, dass er sich an dem Mädchen vergehen darf. Ach, Quatsch. Wie hast du, beschreib du mal deine Wahrnehmung. Weil, also sie lag ja da, hatte so viel Geld da neben sich liegen. Ja, das genau. Hat sie abgefüllt irgendwie. Ja, aber sie hat doch nicht den Freier bezahlt, dass er die Tochter vernascht. Also ich habe das so verstanden, dass die Mutter als diese Arbeitslosigkeit zum Opfer gefallen ist, auch mit und hat, dementsprechend am unteren Hungersuch nagt. Und in der Verzweiflung hat sie halt ihr sozusagen die Jungfräulichkeit ihrer Tochter verkauft. Damit sie halt überleben kann. Deswegen hat sie auch gesagt, bitte halte durch. Ja, okay, also auf jeden Fall habe ich so gedacht, was das für ein widerlicher Typ ist, auf jeden Fall. Also ja, genau, also diese Szene einerseits eben sehr prägnant und durchaus gut auf den Punkt gebracht, so diese als kleine Episode. Überlege halt, ob mir das so ausreicht. Ich meine, andererseits, ich habe jetzt natürlich auch keine bessere Idee. Zum Glück schreibe ich keine Drehbücher. Vielleicht war das jetzt auch das falsche Beispiel, weil das so ein gutes Beispiel für eine gelungene Episode. Aber manchmal habe ich auch so gedacht, ob mir jetzt dieser Rückblick irgendwie so viel und natürlich so das Basketballspiel, was so überwiegend als das verbindende Element dieser Schulklasse noch dargestellt wird, gegenüber dem, also in kurz und sehr eben eingedampft auf diesen einen Spielzug, der anscheinend das Spiel entschieden hat. Und dem gegenüber dann eben natürlich diese lange Phase dieses tödlichen Battle Royals. Ja, und natürlich bleibt trotzdem am Ende irgendwie ja diese Frage so, okay, und jetzt habe ich das gesehen, aber was bringt mir das eigentlich? Also vorher habe ich gedacht, ja, Kinder töten ist jetzt nicht geil, aber das denke ich hinterher auch. Und also, ich finde, also das denke ich auch, dass es nicht geil ist, ja. Also ich möchte auch nicht, dass das Realität wird. Hast du denn jetzt nach diesem Film, hast du gesagt, so zeigt er in Anführungszeichen nur, in großen Anführungszeichen, nur Problemstellen auf oder übertreibt oder leitet eben aus möglichen Problemstellen in der Übertreibung eben die dystopischen Sachen ab oder bietet er auch irgendeine Form von Lösungsansatz? Das ist witzig, weil ich in Anführungszeichen besser werden kann, weil man dann natürlich erstmal fragen muss, was muss denn eigentlich besser werden? Der Witz an der Sache ist tatsächlich, dass wir uns, glaube ich, auf zwei komplett unterschiedliche Bereiche konzentriert haben. Ich glaube, wenn ich das nicht verstehe, hast du dich jetzt vor allen Dingen auf diesen Bereich fokussiert, diese Haupthandlung, nur mit dieser Grundlage. Und ich, bei mir hat es die ganze Zeit gerattert mit diesen ganzen gesellschaftskritischen Elementen. Und naja, die sind ja nun mal Teil der Handlung. Also, nee, also, ich meine mit der Realität, wie die Realität da reinspielt. Ja. Also das mein, also ich gebe dir mal ein Beispiel, dass du mal weißt, was meinem Kopf vorgegangen ist. Zum Beispiel die Tatsache hier mit dem, mit der hohen Arbeitslosigkeit und mit der Jugend, dass sie das als Beispiel jetzt mal. Japan ist ein Land, wo es eine Schande ist, wenn du nur Teilzeitarbeiter bist, dann bist du schon ganz schief angeguckt, das ist nichts wert. In Japan ist ein Land mit der geringsten, also gehört zu den Ländern mit der geringsten Arbeitslosigkeitsrate auf der Welt. Weil wirklich alle arbeiten und die arbeiten halt auch hart, deswegen gibt es ja auch diesen Begriff für diese Bearbeitung. Denn es ist gleichzeitig so, dass seit ein bisschen mehr als 20 Jahren, dass es ein akutes Problem in Japan ist, dass Japan an das wie kaum eins auf der Welt, wo das Verhältnis von alten Leuten und der Jugend so extrem auseinandergrätscht, dass es wirklich eine umgedrehte Pyramide ist, dass die japanische Gesellschaft langsam in wirkliche Bedrängnis auch gerät und wie bedrohlich das eigentlich ist. Und die Tatsache sozusagen, dass in diesem Film, dass dann genau so dargestellt wird, dass man halt sozusagen die Jugend eliminiert, obwohl genau das zu dieser Zeit ein großes Problem als das große Problem voraufgekommen ist, das finde ich extrem spannend, dass das sozusagen genau ins Gegenteil verkehrt wurde in diesem Film. Also das war zum Beispiel für mich ein Bereich. Oder die Tatsache, darüber habe ich nachgedacht. Oder ich habe darüber nachgedacht, mit dem Militär. Das eigentlich darf Japan ja gar kein Militär, hat ja offiziell darf es ja kein Militär haben. Es hat sich mittlerweile als eines mit der, ich glaube, das fünftgrößte Heer oder so auf der Welt, lustigerweise. Und die dürfen halt, steht aber nicht in der, also es ist halt in der Verfassung eigentlich nicht drin, oder eigentlich dürfen sie es nicht. Eigentlich ist es eigentlich so eine Sache für sich.
das ist aber nur mit Friedenseinsätzen und bla bla, so, ne? Und dass sie das nicht haben können und wie stark präsent in diesem Film dieses Militär war, das finde ich, ja. Das fand ich unglaublich erstaunlich und dass es halt immer wieder da war. Und also auch mit dieser Brutalität darüber habe ich, also ich muss halt wirklich über diese, also die, ich habe die ganze Zeit halt darüber nachgedacht, was, wie der Ist-Zustand in Japan ist und wie das sozusagen transformiert wird. Das hat mich eigentlich mehr beschäftigt, als jetzt die Tatsache, dass die da sozusagen ja, sich da gegenseitig so wegballern, sage ich jetzt mal. Also das war für mich eine Sache, die ich unglaublich erstaunlich fand. Ich fand es auch mit der, also das hab, darüber habe ich nachgedacht. Oder dass die Klassengrößen wirklich so groß sind tatsächlich teilweise und das findet also und diese also dass es halt auch so doch ein Abdruck auch mit drinne ist und alles und also ich würde mal ganz kurz einschieben, ja. Dafür kenne ich mich dann auch zu wenig aus eben in der japanischen Gesellschaft, also ich hatte also, okay. Eben noch so dieses oder mir ist so nach so halb in Erinnerung, habe es eben durch die zwei Atombombenabwürfe und das Kriegsende dann, dass man das Japan sich für einen verhältnismäßig pazifistischen Weg entschieden hatte. Naja, nicht, ja. Naja, also das war zumindest ja, so ja. Der eigentliche Weg. Mir ist so, als wäre das mittlerweile, gibt es ja schon enorme Tendenzen in die gänzlich andere Richtung. Kann man dann wieder fragen, wie begründet, unbegründet ist das. Genau, so und wie gesagt, also Klassengrößen oder sonst was, habe ich keine Ahnung, wie das in Japan ist. Ich habe das quasi abgenommen, ja, das Schuluniform und so gibt es in Japan. Der Einwurf mit dem Militär ist natürlich durchaus interessant. Ich finde es vor allem auch lustig, in Anführungszeichen, dass sozusagen das Hauptquartier der Ort ist, an dem die weiße Flagge weht. Also sozusagen ja. Ne, neutral oder nicht schießen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Ja, und dann diese Ich komme jetzt einfach mal zu der Figur von Pete. Also darf ich noch mal kurz was korrigieren, damit das jetzt gerade so ein bisschen wurmt. Also es ist nicht so, dass Japan sich für einen pazifistischen Weg entschieden hat. Es ist einfach so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es so war, dass der General Douglas MacArthur sozusagen der also einer der größten Generalbefehlshaber sozusagen da stationiert war und halt mit dem Kaiser halt ein Deal gemacht hat, dass der Kaiser halt bürgerlich wird und dann sozusagen, weil der Kaiser ja eine unglaublich starke Figur in Japan ist und auch eine riesengroße Position in Japan einnimmt, wurde der dann das erste Mal zu einem Welt, wurde das sozusagen zu einem, wurde er zu einem bürgerlichen Kaiser dann sozusagen umfunktioniert. Und dann sozusagen, und der Deal dafür war, dass sozusagen er Kaiser bleiben darf und das war natürlich, dass er dann halt sozusagen auch sich dafür einsetzt, dass die Gesellschaft pazifiert wird. Und die Tatsache, dass Japan kein eigenes Heer haben darf, ist in der Verfassung festgeschrieben, an der die Japaner nicht mitgearbeitet haben, sondern dass sie aus einem, meiner Ansicht nach, glaube ich, 12-köpfigen Komitee vom Großteil aus Amerikanern geschrieben wurde, in einer 10-tägigen Session, wo die sich dann aus der Bibliothek alle möglichen Verfassungen geliehen haben, dann die ohne Witz, das ist wirklich wahr, die ganze Verfassungen geliehen haben, um sich eine Vorlage zu haben, dann haben die diese Verfassung geschrieben und dann wurde die sozusagen im neu einberufenen japanischen Parlament, wurde das dann angenommen und verabschiedet und die durften halt kein Militär haben. Das ist halt, und die haben halt auch offiziell kein eigenes Militär tatsächlich, also offiziell. Und es kam halt so zu, dass sie nachher, dann gab es nachher sozusagen eine Art Hilfstruppen. Das ist ja sozusagen jetzt das aktuelle Militär. Das ist aber, offiziell heißt das aber anders. Weiß ich aber nicht genau. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, wie. Und die wurden sind auch nicht für die Landesverteidigung gedacht. Die sind für Hilfseinsätze, wie zum Beispiel mit der UN oder wenn andere Länder sind. Und dadurch, dass die halt Bündnispartner waren, hier mit den USA halt sind, mussten sie halt öfter mal helfen, gerade am Kalten Krieg, dass das Ganze nicht so, obwohl die USA mit und anderen die Regeln aufgestellt haben, sich selber nicht daran halten konnten, so. Das ist der Punkt. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich das extrem halt aufgebaut mit dem Militär, aber man muss auch sagen, dass die japanischen Soldaten wirklich extrem aktiv sind bei Katastrophenbekämpfung, Blauhelmeinsätzen, also das sind die auch wirklich sehr, sehr stark dabei. Und ich sehe jetzt selber keine kriegerischen Tendenzen in Japan, aber man darf ja nicht vergessen, dass Japan ja auch sozusagen
auch China vor der Tür hat aktuell, ne? Und das kann man schon vorstellen, dass man, wenn man das so sieht und die Entwicklung da sieht, dass man dann auf jeden Fall schon was haben möchte tatsächlich. Aber das wollte ich nur mal kurz eingeschoben haben, dass das so halt von der Regelung ist. Nee, genau. Ich wollte jetzt, würde zu der Lehrerfigur gerne kommen, weil ich das durchaus interessant fand, dass ich überlege tatsächlich, was jetzt gerade wieder die allerersten Bilder eigentlich waren von dem Film. War das tatsächlich direkt sozusagen das Ende des Spiels davor mit der Pressefrau? Naja, auf jeden Fall sind wir dann mal im Klassenraum und da ist er ja im Anzug da, ne? Genau. So, und im weiteren Verlauf des Films ist er dann im Jogginganzug oder in der Sportkleidung. Das habe ich auch nicht verstanden, warum er so lockerflockig da sitzt. Das wirkt so extrem abwertend. Und naja, als wäre er sozusagen in der Freizeit irgendwie dabei. Bleibt es dann sozusagen auch den ganzen Film, bis dann nachher nochmal, schlag mich tot mit Namen, von ihr, von dem Mädel, der Traum kommt. Nakagawa. So, wenn sie Noriko träumt, hieß sie. Wenn dieser Traum kommt, wo sie da am Fluss umherlaufen, also sie mit dem. Ja, das war ein total blöder Traum, muss ich mal sagen. Und da hat er auch wieder den Anzug an. Und dann gibt es nochmal eben, wenn das die Operation beendet ist, geht Takeshi nochmal nach draußen. Und ja, weiß ich nicht, gibt es da tatsächliche Lautsprecher, dass da eben diese Ansage ist? Und als würde er eben Sportunterricht vormachen. Und jetzt überlege ich gerade, jetzt kommt mir in dieser Sekunde nämlich der Gedanke, damit hätte man ja eigentlich wieder eine Verbindung zu dieser Basketballszene, weil er eben in der Sportkleidung sozusagen da ist und wir haben ja dieses Basketballspiel, was immer wieder aufgegriffen wird. Und der da dann vielleicht es doch eine Verbindung zwischen denen geben könnte, zwischen der Klasse und dem Lehrer. Und in dem Fall wäre der Lehrer könnte eben dazugehören, weil er anscheinend auch irgendwie sportliche Sachen mag, aber er ist ja da ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft, weil er da nicht im Bild auftaucht. Also vielleicht, dass Sport ein verbindendes Element sein könnte, jetzt ist natürlich die Frage, oder vielleicht auch der Punkt, naja, vielleicht begreift er Sport auch falsch, weil er das Ganze ja als Spiel ansieht, was ich für zynisch halte, das als Spiel zu bezeichnen. Ja, das ist halt die Frage, ne, ob das Battle Royale auf diese Jagd bezogen ist oder ob das vielleicht sogar auf das Basketballspiel so bezogen ist. Also das ist halt die Frage, ist Battle Royale ein feststehender Begriff? Ist das, also hat das auch irgendwie so eine Bedeutung? Also wenn ich jetzt die Worte Battle und Royale sozusagen zusammennehme, also ich sehe in der ganzen Entwicklung nichts Royales, sag ich es mal ganz simpel. Ja, es ist die königliche oder die adlige Schlacht oder die. Ja, sehe ich daran nicht. Aber es ist eigentlich ein interessanter Punkt, ne? Wenn man das jetzt eigentlich gleichsetzt, sozusagen dieses sich gegenseitig abschlachten als ein Spiel und dann eben mal das Basketballspiel, dann hast du eben einmal das Spiel, was verbindet, das Basketballspiel. Zumindest diejenigen, die in der gleichen Mannschaft sind. Natürlich hast du natürlich die andere Mannschaft, den Gegner, aber den tötest du ja nicht. Man besiegt ihn ja, aber es kann töten. Und bei dem anderen Spiel hast du höchstens mal eine zeitweise Allianz oder Verbindung, weil am Ende ja nur eine Person gewinnen darf, also nicht die Gemeinschaft. Es ist nicht vorgesehen, dass eine Gemeinschaft gewinnt, sondern eine Einzelfigur. Und das ist ja noch wieder im völligen Kontrast. Das ist eigentlich gar nicht so. Ja, vielleicht erschließt sich mir jetzt ein bisschen mehr der Film. Oder etwas, was mir sinnhaft erscheint an diesen Szenen im Film. Ja. Und diese Erkenntnis macht den Film jetzt sympathischer für dich? Oder? Naja, er zeigt zumindest, oder es würde dann bedeuten, so wie ich ja dieses Battle Royale völliger Quatsch finde. Ich meine, du hast noch mit dazu gebracht, dass es ja in der tatsächlichen Gesellschaft noch viel schlimmere Folgen haben muss, weil ja dann hat man gar keine Jugend mehr, die irgendwie nachkommt und jetzt nur noch die Alten und die Bevölkerungspyramide, wie gesagt, steht sowieso schon völlig Kopf. Also die ist wirklich, also, die ist wirklich krass also da, diesem, ist wirklich. Das ist also unter diesem Aspekt sowieso völlig schon völlig widersinnig wäre, sowas zu machen. Und dass der Film aber sozusagen das Angebot schafft, naja, vielleicht ist die Jugend nicht völlig in Ordnung und die Gewalt, die an den Schulen herrscht und so, dass, also wenn der Lehrer mit dem Messer angegriffen wird, ist natürlich auch, brauchen wir nicht drüber reden, das geht nicht, das kann man nicht machen. Das fand ich befremdlich. Also aber noch ganz kurz, eben, dass es aber trotzdem die Möglichkeit gibt, dass diese
Menschen zu einer Gemeinschaft heranwachsen können und gemeinsam irgendwie Sachen schaffen können und was erreichen können. Und nicht eben, ja, vielleicht jetzt so als total völlig überspitzte Kapitalismuskritik üben, ne? Es kann eben nur einer der große Gewinner sein und nicht die Gemeinschaft. Wie eine sehr westliche Perspektive, ja. Also ich wollte das mal kurz sagen mit dem Lehrer, mit der Messerattacke, das fand ich befremdlich, das kam so aus dem Nichts. Lustigerweise erwarte ich das nicht bei einem asiatischen Film, das ist für mich eher so typisch USA. Also so, naja, so Gewalt in Schulen und abdrehen. Also nicht, dass es dann nicht vorkommt, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht sagen, ich habe keine Ahnung, habe ich nie gehört in dem Bereich, aber es muss nichts heißen. Ne, aber das ist eigentlich schon, das habe ich in dem Moment auch gedacht beim Sichten und habe auch gedacht, glaube ich, als gleichen Gedanken hinterhergeschoben, was für ein trauriges Armutszeugnis, weil ich da sehe, Gewalt in Schulen, denke ich sofort, oh, USA. Also das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung tatsächlich, ja. Wenn man ehrlich sein soll. Ja, kann man wieder fragen, woher das kommt, ne? Vielleicht ist das eben, weil die Medien das da verstärkt aufgreifen. Ich überlege auch gerade, das ist eigentlich interessant, ne? Wir haben ja hauptsächlich so als Handlungsorte oder wo sich eben was erfüllt, einmal Klassenraum, das sind ja zwei Klassenräume, einmal der leere, reguläre Klassenraum und dann der dort, wo die Operation und das Spiel beginnen als Klassenraum und dann haben wir diesen, ja, von der Gesellschaft völlig abgeschotteten Ort dieser Insel, ne, eine verlassene Insel, das ist ein bisschen Militär, das ist halt die Schüler und am Schluss haben wir dann mal ganz kurz sind wir dann vor Ort in einer japanischen Großstadt. Wir kriegen nicht gesagt, ob das jetzt Tokio ist. Oder ja, und das Boot noch, ne? Also ja, also klar hast du dann auf der Insel nochmal, können wir jetzt auch sagen, haben nochmal das Krankenhaus in Anführungszeichen, irgendwelche Lager, wo die sich dann mal kurz eben zwischenfallen kommen, das Boot, okay. Aber eben so als die Hauptorte, würde ich schon sagen, eben dieses, ja. Ja, und der Klassenraum, ne? Einmal der Lehrer und auch da schon eben Noriko charakterisiert als die ist die Einzige, die tatsächlich auch zum Unterricht kommt. Und dann ja auch dieser Punkt, ja, die Aufmerksamkeit der Schüler. Wenn dieses Video läuft oder dieses davor gespielt kommen, aufmerksamer zu sein als anscheinend im regulären Unterricht. Aber das ist ein guter Hinweis, da fällt mir auch was auf. Das habe ich ganz direkt völlig vergessen gehabt. Ist die eigentlich auf, die wissen auch alle nicht vom Battle Royale Gesetz, ne? Ja, es wirkt so, als wäre das komplett neu für sie. Ja. Ja, weißt du warum? Weil sie alle die Stunde geschwänzt haben, weil er stand nämlich da dran, das X und dann stand der B, was er nochmal herangeschrieben hatte. Das wäre die Stunde gewesen, wo er darüber redet. Also. Ja. Und da wurde er ja selber niedergestochen, da war die Chance natürlich weg. Da konnten sie es ja nicht wissen. Also für mich ist dann so ein bisschen der Punkt, naja, ich meine, so eine Gesetzeseinführung, das wird doch in den, also zumal wir ja eben auch die Überlebende aus dem anderen Spiel sehen oder mitbekommen, dass das anscheinend in den Medien präsent ist, frage ich mich dann eben, naja, dass jetzt vielleicht nicht jeder immer die Nachrichten guckt, okay, aber also das wird doch so eine Verbreitung haben, dass das irgendjemand zumindest auch mitgekriegt hat, oder? Dass das Ding existiert. Aber das ist ja das Problem, was ich am Anfang auch hatte. Das war ja genau das. Ne? Das hatte ich ja auch gehabt. Also, aber sonst ist es natürlich ein durchaus interessanter Aspekt, ja, ist mir so nicht aufgefallen unbedingt. Das ist nachher nur das an der Tafel. Was dann wieder, was denn schon, Namen stehen da. Was denn schon wieder. Auch wieder dieses Paradoxe hervorhebt, wieder dieses Gegenteilige. Ich habe das Gefühl, das ist so ein extremer Gegenentwurf zur aktuellen Gesellschaft. Also zu sagen, das, was du jetzt hast, also diese Probleme, die aktuell passieren, werden auf 180 Grad gedreht und dann einfach mal so richtig hochstilisiert. Das finde ich an sich eine interessante Idee tatsächlich. Deswegen kann ich daran jetzt nichts Schlechtes finden tatsächlich. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach dafür zu viel reininterpretiere und das ist vielleicht gar nicht so gemeint, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles zufall ist tatsächlich. Also das wäre natürlich, wenn du jetzt das, ne, reininterpretieren, da habe ich ja immer so, denke so, naja, wenn es passt, ist doch völlig gut. Das wäre, natürlich kann man auch immer sagen, ja, ist einfach ein billiges Gewaltfilmchen und das würde ich ihm tatsächlich auch nicht unterstellen wollen, weil ich denke schon, dass so dieser Überbau, und selbst wenn ich jetzt eben nicht diese Gesellschaft Japans so irgendwie konkret im Blick habe oder genau weiß, ah, so ist es tatsächlich und so, dass ja diese Gesellschaftsordnung, die da so präsentiert wird, die Zustände und die Maßnahmen dann,
dass das ja durchaus grundsätzlich schon mal diskussionswürdig ist. Klar, würde ich sagen, kommen dann eben mal ein paar Schauwerte in Anführungszeichen im Sinne von sehr drastische Darstellung von Gewalt. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass der Film ab 18 ist und nicht ab 15 zum Beispiel. Also weiß ich nicht, ist das zum Beispiel was, wo du denkst, ja, kann man eigentlich so als Schulfilm zeigen, so der 9., 10. Klasse. Wir haben doch auch alle in der 7. Klasse Herr der Ringe geguckt. Herr der Fliegen im Unterricht geguckt. Ja, der ist ja, glaube ich, in Deutschland auch ab 12. Also ich habe ihn relativ früh gesehen, und also in der Schule. Und ja, kann man jetzt natürlich drüber streiten oder wieder aber erzählen, ja, wie das ist, so Gewaltdarstellung, wenn die so vereinzelt und dafür aber vielleicht drastisch ausfallen in der Wahrnehmung. Und hier ist das ja wirklich wiederholt, sehr blutig, sehr grafisch auch. Also ich würde ihn nicht in der Schule zeigen, aber es liegt daran, vielleicht auch daran, dass mir da irgendwie gefühlt 100 andere Filme einfallen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn hätten im Unterricht. Ich weiß jetzt nicht. Also ich, was ich zum Beispiel auch interessant finde, das ist jetzt wirklich, jetzt wage ich mich mal wirklich aus dem Fenster von Interpretation her, ist ja auch dieses Prinzip sozusagen, nur der Kämpfer sozusagen, einer überlebt, nur der Eifrigste, nur der Hartnäckigste. Mhm. Könnte auch nochmal eine Anspielung darauf sein, auf dieses extrem harte Schul- und Arbeitssystem in Japan selbst auch nochmal, dass halt Leute sich tot machen tatsächlich und man immer im Vergleich steht und dass man halt irgendwie herausstechen muss und durch extrem Eifer, wie kann man den Eifer am besten zeigen und... Ja, ne, und eigentlich ist ja auch das so, genau, das Spiel ist ja so angelegt. Und in dem Sicht ist es ja eigentlich durchaus interessant, dass viele der Schüler, Schülerinnen genau das eben ja versuchen zu umgehen oder zumindest zeitweise eine Gemeinschaft eingehen wollen und nicht eben ganz alleine sich durchschlagen. Und es gibt diejenigen, die das alleine versuchen oder zumindest, also gleich zu Anfang, der Typ mit dem Bogen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, dass die so schnell damit angefangen haben. Man hat immer so irgendwie diese Gewöhnungszeit haben, weißt du, diese. Ja. Also du meinst jetzt die Figuren in dem Film? Ja, also das war so dieses... Aber ich finde, das passt auch zu dem Film selbst, weil ich auch so am Anfang gedacht habe, okay, wir haben jetzt sozusagen dieses Video und das wird uns alles ordentlich erklärt, ne, so wie es den Schülern erklärt wird, aber es ist trotzdem so, du bist halt reingeworfen und dann geht das auch fix los. Also der drückt schon ordentlich aufs Tempo, finde ich, der Film jetzt an sich. Ja, Man hätte ja auch so die Charaktere vorab einführen können. Aber das hatte ich bei Panem damals schon gedacht, weißt du, dann rennst du da eine Stunde rum. Und das muss, na gut, bei Panem ist vielleicht noch eine andere Situation, weil die sind ja mit dem Prinzip aufgewachsen, so, ne? Aber ich jetzt bei denen, wo du kriegst das gesagt und ist das jetzt Verarsche, das nicht wahr? Und gut, die kriegen jetzt, haben wir dann auch schon ein paar Beweisstücke vorgelegt gekriegt, dass es keine Verarsche ist, so, ne? Aber es ist halt dieses. Ja, aber du hast ja trotzdem noch diese eigene Hemmschwelle. Also du weißt ja, es ist ja auch trotzdem eine Überwindung, überhaupt sich sowas durchzuringen, jemanden umzubringen, weißt du? Und die Tatsache, dass das dann sozusagen, du kommst aus dem Gebäude raus und dann gehen sie schon alle auf dich los, das finde ich halt auch sehr befremdlich. Ja, wenn das Spiel selbst dann begonnen hat, aber vorher fängt ja der Lehrer schon an, zwei umzunieten, ne? Also einmal Messer in den Kopf für das Mädel. Und beim Jungen einmal hier, ich zeig dir mal, wie das mit dem Halsband funktioniert. Ja, aber das fand ich auch krass dafür, dass sozusagen in den Szenen, ne, mit dem Mädel, also mit unserer Hauptfigur, der Noriko, dafür, dass er da immer so liebevoll gewirkt hat und die beiden so freundschaftlich so miteinander umgegangen sind, fand ich es bei ihm eher befremdlich, nicht, dass er sie umgebracht hat, sondern dass er, wie entspannt er weitergemacht hat, das fand ich eher viel gruseliger. Das war schon extrem, ja. Ne? Also dieses, auf dem Motto, es ist halt so, auch mir ist ich habe das Gefühl, wenn ihm jetzt ein Marmeladenbrötchen runtergefallen wäre, dann hätte er extremer reagiert als in dem Moment. Das war für ihn so extrem tagesgeschäftmäßig, so dieser Motto ist. Ja, ich meine, da hat der Film auch so durch seine Auslassung, kommt das auch, bleibt das auch so ein bisschen in der Schwebe. Ne? Also wenn er angegriffen wird da und mit dem Messer verletzt wird und Noriko ist dann diejenige, die sich das Messer nimmt, dann habe ich auch kurz zu diese Überlegung, denkt er jetzt, dass sie das war, was eigentlich Quatsch ist, weil, ne, ist ja gerade eben weggegangen. Es wird ja auch nicht gezeigt, oder es kommt dann einfach, die Szene ist dann einfach vorbei. Es wird nicht gezeigt, ob er Hilfe bekommt, ob sie
irgendwie eine Aussage macht, irgendwie ihm doch noch unterstützt oder was. Ne? Es bleibt noch so, sie hat jetzt das Messer, dieses blutverschmierte Messer in der Hand und zack, damit werden wir entlassen von dieser Szene. Und das ist irgendwie für mich so, das, okay, was, warum wird mir das nicht klar gemacht? Ich brauche Klarheit. Du magst doch gerne, ich wünsche mir da irgendwie eine Klarheit, aber andererseits denke ich auch so, ja, ganz schön krass. Und dann ist das nächste Mal, wenn der Lehrer mit dem Messer unterwegs ist, oder das hat, dann schneidet, nee, warte mal, er bringt erst das Mädel um, ne? Ja, ich habe einfach geworfen und dann hat das Mädel direkt, wo ich auch so, wow, ne? Also das ist sozusagen seine Antwort darauf. Und dann bei dem Jungen, das war aber nicht der Angreifer, ne? Der Angreifer war irgendwer, oder war das, klar, das sollte das auch der Junge gewesen sein, mit dem er da dann zurückschlägt. Ja, zu welchen Wind schlägt er zurück? Also der Lehrer wird ja einmal angegriffen in der normalen, regulären Schulzeit, ne? Ja. Und dann, nachdem das Mädel umgebracht wurde, dann, bevor das Spiel beginnt, schneidet er dem Jungen doch auch so am Oberschenkel da rum. Hab ich eben kurz, ja, das war der beste Freund hier. Ja, das ist mir klar, Haare. Also es ist für mich natürlich klar, die Spiegelung seines Angriffs, ne? Er wurde so angegriffen, also schlägt er jetzt auch so zurück, aber es ist jetzt nicht konkret genau der Junge gewesen, der hatte ihn nicht angegriffen, ne? Beziehungsweise das war nicht... Nee, aber genau. Den hat er ja von Anfang an getriezt. Ja, und so. Ja, nee, genau. Ne, also dass das da dann auch nochmal umgekehrt wird eben, dieses, hier, so wurde ich angegriffen, also schlage ich auch zurück. Und was du eben sagst, dieses, dass er so ruhig bleibt oder dass er eben so, ja, jetzt sind die tot, aber das sind ziemlich nicht, weil wir müssen jetzt zu diesem Spiel kommen. Also er wird ja dann auch so beschrieben als der Typ, der ja sein Leben anscheinend voll gegen die Wand gefahren hat. Ne? Im Traum gibt es einmal die Aussage, sein Unterricht ist langweilig. Seine Tochter scheint ihn zu hassen. Mit der Mutter, die krank ist, hat er oder will er keinen Kontakt mehr. Also er hat eigentlich nichts und niemanden mehr. Er ist so völlig... Er ist eben auch, wäre theoretisch auch der Einzelkämpfer, aber auch hier wäre dieses Einzelne eben nicht als Erfolg, sondern als totale Niederlage. Oder ist für mich eine totale Niederlage, weil er die Liebe, die Gemeinschaft, das scheint für ihn nicht, das geht bei ihm anscheinend nicht. Oder nicht mehr, wie auch immer man das sagen, weil er scheint ja mal das irgendwie hinbekommen zu haben, denn er hat eine Frau und er hat eine Tochter, die nun hoffentlich nicht völlig aus krankem Hass entstanden ist. Genau, aber er ist an einem Punkt, an dem. Also so versuche ich mir das halt zusammenzureimen, seine Gleichgültigkeit oder seine Direktheit, dann kommt natürlich dazu, er ist Lehrer, deswegen möchte er natürlich den Stoff vermitteln. Egal, ob da jetzt Menschen sterben. Ja, genau, also dass er eben so als Figur da so gezeichnet ist, dass ich es eben so begreife, er ist eigentlich schon innerlich komplett tot, während die anderen sich alle erst noch umbringen werden. Also ich habe ihn als abgestumpft empfunden. Komplett so von dieser Rohheit abgestumpft, dass er es nicht mehr wahrnimmt. Deswegen war ich auch irritiert, weil ich habe am Anfang gedacht, dass diese Messerattacke auf ihn sozusagen so als Auslöser seiner Abgestumpftheit sozusagen, der als Anfang vom Ende sozusagen das eingeleitet hat. Aber die Tatsache, dass er so abgestumpft ist und auch, dass er selber auch kein Problem hat, Leute umzubringen, hat für mich dann wiederum gezeigt, wenn das Ding einmal im Jahr stattfindet, dann wird er das ja schon ein paar Jahre machen. Also das geht ja nicht so schnell, dass du so. Das war für mich auch nochmal so ein kleines Ding. Ne? Also, wenn wir ihn da sehen bei dem Angriff, nee, andersrum, wenn wir dann, wenn er das eben erklärt, dann sagt er, sie, euer eigentlicher Lehrer wollte nicht. Und dann zeigen sie diese Leiche. Eigentlich, damit geht's ja los, wo ich denke, hä? Ja, völlig normal. Und dann sagt er doch irgendwie was, er war in der 7. Klasse, ihr Lehrer, ne? Ja. Also, ist ja doch schon eine Zeit vergangen. Ja, 2 Jahre. Und ich, also, bist du denn der Meinung, dass er immer, egal welche Klasse da nur hinkommt, dass er denen das immer erklärt hat oder gesagt hat hier? Oder waren da auch andere Lehrer sozusagen? Ja, da werden sicherlich noch andere Lehrer sein, aber ich denke schon, dass er den Job innehat, ja. Allein schon die Tatsache, dass das Militär ihn so hoheitlich, salopp den Arsch nachgetragen hat. So, ne? Das hat ja schon gezeigt, dass er eine gewisse Position hat und die kriegst du ja nicht von heute auf morgen. Also der wird schon eine Weile dabei gewesen sein. Deswegen glaube ich, also überlege ich nämlich, ob er nicht das, also weil er das so völlig lapidar so dahin sagt, naja, es gibt ein völlig neutrales Losverfahren und ich denke die ganze Zeit, ich suche mir immer die Klasse aus, die mich am meisten geärgert hat und die hole ich hierher und eigentlich ist das so ein bisschen mein Spiel, auch wenn die Regierung dieses Gesetz erlassen hat oder so. Ist ja sowieso so ein bisschen dieses, okay, ganz Japan, aus allen 9. Klassen wird einer ausgewählt.
So, und wie gesagt, ne, wenn er schon eine Beziehung zum Militär hat, dann glaube ich schon, dass er da schon ein bisschen länger auch mit drin hängt. Vielleicht hätten wir das Buch lesen sollen. Aber ist es so, dass es wirklich eine Klasse aus ganz Japan ist oder ist es eine Klasse aus jeder Schule? Also ich habe das jetzt gar nicht so... Aus jeder Schule? Das wäre ganz schön viel, oder? Also ja, wir haben ja auch 80.000 Schüler, die nicht zur Schule gehen. Also das muss man ich habe schon so verstanden, einmal im Jahr aus allen 9. Klassen des Landes wird eine gelost. Und die macht dieses Spiel. Ja, und ich bin zum Beispiel nicht sicher, ob das wirklich aus allen Klassen ist oder ob das nur aus den Schwänzer-Klassen ist, die in diese Negativstatistik fallen. Ja, das habe ich auch überlegt, für mich war relativ klar gesagt, aus allen 9. Klassen, wo ich dann auch dachte, ja, und die sich ordentlich verhalten haben, die sind dann gleich doppelt und dreifach und noch viel mehr schlimm dran. Ja, gut, ein falscher Umgang, ne? Aber deswegen wäre eben auch so mein leiser Zweifel, ob dann wirklich ein völlig neutrales Losverfahren in echt stattfindet oder ob nicht genau sowas gemacht wird wie, ja komm, nehmen wir die nächste Schwänzerklasse. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht. Naja, ich überlege auch gerade so, der Lehrer, ne, darf er noch so viel, also wenn wir jetzt diese Beschreibung des Spiels oder dieses, Leute, hört mal zu, hier gibt es nämlich jetzt gleich, ihr müsst jetzt auf Leben und Tod kämpfen, als eine Lehrstunde ansehen, da darf er ein bisschen was beibringen, in Anführungszeichen. Den Hauptteil macht aber die Dame im Video. Und seine Aspekte sind ja eigentlich mehr so, jetzt hör zu, oder selbst dieses Hinsetzen wird erst durch das starke Auftreten der Armee ja eigentlich durchgesetzt. Das machen sie ja nicht gleich von selbst oder auf seinen Befehl hin. Und auch dann im Laufe des Films, diese direkte Ansprache, die es eigentlich gibt zwischen Lehrer und Schülern, findet über eine distanzierte Kommunikation statt, über das Mikrofon, ne, über die Lautsprecher kann er denen das nur mitteilen. Hier sind gerade wieder Leute gestorben. Haha. und einen hatte ich, glaube ich, gerade noch. Naja, also auf jeden Fall, so von wegen, so wirklich den Unterricht, dazu kommt er nicht. Also das wird ihm so abgeschnitten. So, weißt du, ne, statt dass er das alles erzählt und wie das läuft, hier, ich zeige euch ein Video. Ja, wo ich aber nicht wundern, dass der Unterricht so schlecht ist, wenn du nicht mal das den Leuten ordentlich vermitteln kannst, dass sie gleich alle sterben werden und sich wenigstens an die Regeln halten sollen. Nee, dafür hast du auch nur ein Video da, Typ. Also ich fand das Video sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Das war für mich richtig typisch Japan. Ja, aber ne, also das meine ich mit diesem so, der Unterricht des Lehrers sieht so aus, er macht ein Video an und dann sollen die Kinder mal zusehen, dass sie klarkommen. Also ich fand, ja... Und genau, und dann, wenn er nochmal den Unterricht leitet, den Sportunterricht sozusagen, dann macht er das ja alleine da, wie gesagt, nachdem die Operation beendet ist und dann kommt halt der schwer verwundete Yamada, der schon mal überlebt hat. Kawada kommt dann da eben an. Aber sonst macht er das eben auch für niemanden sozusagen, diese Sportstunde. Ja, du machst für sich, ne? Naja, also das meine ich eben, ne? So, er scheint eigentlich gerne Lehrer zu sein, aber läuft nicht. Ich fand es viel befremdlicher dafür, dass so dargestellt wurde, dass er und Noriko so eine enge Bindung haben, dass sie sogar beide voneinander unabhängig voneinander den gleichen Traum haben. Ja, also fand ich schön inszeniert, weil ich dann auch überlegt habe, Moment mal, wir sind sozusagen bei ihr, wie sie schläft, dann scheinen sie das zu träumen, um dann eben den Umschnitt zu haben auf ihn in der Realität. Und ich auch denke, warte mal, haben die es jetzt beide geträumt? Ist das eine Verbindung nochmal extra? Ja, okay. Ja, also, dass die beide den gleichen Traum hatten, fand ich schon befremdlich. Das zeigt ja eigentlich von der tiefen Bindung, vielleicht sogar, dass er in ihr die Tochter gesehen hat, die er in ihr hatte. Und trotzdem bringt er sie sozusagen unvorbereitet auch in diese Situation rein. Und ja, ich sag jetzt mal, wenn die Tatsache, dass sie überlebt hat, ist ja nicht ihm zu verdanken. Also er hätte es auch hingenommen, wenn sie doch gestorben wäre oder so. Wie denn? Achso, jetzt im Laufe des Spiels. Im Laufe des Spiels. Ne? Also er kommt ja nur einmal rein mit dem Schirm, wo ich denke, oh, du bist ja mutig, dass du dich raustraust. Du wärst ja der als Erste, der eigentlich abgemäht werden müsste, wenn man dich einer draußen sieht. Gib dir den Schirm und das ist ja die höchste einzige Hilfe. Sagt jemand, du erkältest dich nicht und das war's. Sonst ist da ja nichts. Also, aber außer dass er das komische Bild zum Schluss gemalt hat. Sie hat sich anscheinend nicht erkältet. Ja. Ey, das Bild war auch da. Aber ja, aber welcher Soldat hat das gemalt nebenbei? Ich meine, das ist ja durchaus, eigentlich dieser Traum ist ja in der Hinsicht interessant, dass er eine völlig übersteigert ins Kitschig gehen, also ne, kitsch, sentimental gehende
sehr positiv darstellen. Du hast so dieses leicht idyllische so am Wasser, gibt es auch das Eis dazu, das sie beide essen. Beim ersten Mal hören wir nicht, was sie sagen. Das scheint einfach, also kann natürlich auch denken, sie sagen sich, ah, blöd Mann, ja, dumme Sau, sie irgendwie sowas an den Kopf werfen, aber man geht ja irgendwie davon aus, ich glaube, ich überlege gerade, wie das mit der Musik gerade in der Szene war. Aber es wirkt schon, gerade natürlich im Kontrast zu, wir haben uns gerade alle niedergemäht und umgebracht, wirkt es ja schon wie geradezu paradiesischer Moment, so, ne? Also eben so. Ja, schon ruhig und so, ja, also ruhig und harmonisch, ja. Ich überlege gerade, hat sie da die Schuluniform an? Ja. Okay, dann ist zumindest dieses Verhältnis ja auch dargestellt, ja. Ja, und es ist auch, wir haben ja einmal die Szene, wo wir die beiden alleine haben, was in der Realität verankert ist, mit dem leeren Klassenraum. Und dann eben diesen Traum, wo das ja nochmal ist. Ja, aber das war auf jeden Fall auch so, finde ich, erzählerisch sehr interessant, diese Verknüpfung der beiden, dass sie anscheinend den gleichen Traum haben, wie und warum auch immer. Ich fand zum Schluss auch stark, wie dann dieses komische Bild präsentiert wurde, was ich extrem befremdlich fand. Und er sozusagen sie dann als den Sieger auserkoren hatte. Da habe ich kurzzeitig gedacht, dass er die anderen, beiden Jungs hier schnell niedermäht, damit sie der wirklich tatsächliche Sieger ist. Ja, also im Untertitel stand es mit dem Liebes-Selbstmord. Also, dass die ursprüngliche Gedanke da wahrscheinlich war, so wie bei Yamawa, wie hieß er? Hamawada? Bei Kawada. Kawada, dass die sich lieben und dann eben sozusagen selbst noch. Okay, die haben sich ja ein bisschen kurz hergekrabbelt, aber dass eben der eine, um die andere zu schützen, sich selbst umbringt, damit sie dann sozusagen als Gewinnerin vom Platz gehen kann. Ja, was mit dem Dritten? Der wird vorher noch auch in eine Wandlung weggeknipst. Ja, also ich möchte jetzt zum Lehrer noch eine Sache noch sagen, weil ich ihn persönlich als die langweiligste Rolle empfunden habe im Film. Und ich es stark finde, dass ich so lange schon über ihn rede. Und zwar möchte ich den Preis verleihen für das schlechteste Schauspiel in dem Moment, wo er komplett zigmal angeschossen wurde und erstmal ganz entspannt, auch wenn Schock hin oder her, ohne Humpeln und alles aufsteht und erstmal auch entspannt telefoniert, bevor er stirbt. Da habe ich aber auch wirklich kurz überlegt, es kommt jetzt irgendwie nochmal so ein, okay, es war alles irgendwie in einer gewissen Art Fake, weil das ist ja wirklich so dieses, hä, aber er ist doch jetzt eigentlich schon tot oder was? Und, hä, jetzt geht er nochmal hin. Aha, auf frisst noch einen Keks, weißt du, nimmt den letzten Keks weg, damit auch wirklich Nanahara keinen Keks mehr kriegt. Das ist ja wirklich tatsächlich auch nochmal so ein Symbol, was sich hier durchzieht. Ja, aber also ich habe auch so, ne, wenn er dann quasi eigentlich schon erschossen ist und er selbst hatte auch nur seine Wasserpistole, mit der er da rumgefuchtelt hat. Na, er hat ja noch die andere nachher, ne? Aber ja, und dann wird er da eben niedergeballert und dann klingelt das Telefon und er steht einfach auf und geht hin und sagt Hallo. Also ich finde das jetzt, das Schauspiel ist da nicht schlecht. Ich finde das völlig, völlig überzeugend und passend. Die Frage ist ja, warum kann er jetzt auf einmal eben so aufstehen? Ne? Also für mich war dann eben der Gedanke, ja, okay, Platzpatron ist ja völliger Schwachsinn, weil sie haben ihn ja, also er hat ja diese ganzen Blutflecken da drauf. Das passt, würde also auch nicht passen, aber also da kann ich mir zum Beispiel keinen hundertprozentigen Reim drauf machen. Es ist so zwischen ein kleines ungläubiges Lachen und irgendwie aber auch, ja krass, dass der Film jetzt einfach sowas macht, ne, dass er es nochmal bringt. Und ist das vielleicht auch schon so die Traumebene, dass wir eben einfach, damit wir von ihm nochmal diesen Handlungsbogen erzählt kriegen, dieses, ja, du hast mich doch sowieso und ich werde jetzt nicht mehr zurückkommen, ich wollte auch nie zurückkommen eigentlich. Und dass es sozusagen nochmal ausbuchstabiert wird, was wir vielleicht schon, ja, mindestens geahnt haben. In der Szene davor war das ja schon mal hier, wenn der Anruf kommt. Ist ja eigentlich auch eine Spielung, ne? Da schläft er und muss erst geweckt werden, damit das mit dem Anruf. Und dann am Schluss, wenn er den endgültigen Schlaf schlafen sollte, da kriegt er es von selbst mit, dass das Telefon klingelt und geht dann nochmal hin. Ja, also wie gesagt, ich finde, der Film, der spiegelt ja allgemein viel. Ja. Ja. Aber ich fand trotzdem seine Rolle nicht so interessant. Also ich würde sie auf jeden Fall nicht als uninteressant bezeichnen. Die Spannung habe ich da jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt drin, aber ich glaube, er ist schon eine, ja, hat ja jetzt in den letzten Minuten, hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen, eine diskussionswürdige Figur. Dass er mal ein bisschen was sagen kann. Ja, aber komm doch gerne zu Figuren, die du für interessanter gehalten hast. Ja, das, wahrscheinlich widersprichst du mir denn auch wieder, aber
Ich fand zum Beispiel die Figur von Kawada unglaublich interessant. Das war der Überlebende mit dem Stirnband, ne? Ja. Okay. Ja, erzähl mal, warum fandst du ihn interessant? Ich fand es interessant aus in der Hinsicht, dass er, also ich habe ihn mit dem anderen, also von dem anderen externen, der noch mit eingesetzt wurde, die habe ich beide als unglaubliche Bedrohung empfunden von Anfang an. Weil ich dachte, das ist so das Tribute von Pan im Prinzip, die Gewinner des letzten Jahres dürfen nochmal mitmachen, weil die aus dieser Spirale nie wieder rauskommen werden. Und dann sozusagen, als er dann sozusagen auf die anderen beiden Trantüten getroffen ist, dass er denen auch dann geholfen hat. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, naja, gleich, jetzt macht er, attackiert er doch, jetzt greift er doch noch an. Und dass er, dass er nachher so hilfsbereit mit denen umgegangen ist und halt auch so, der denen geholfen hat und dann dieses freundschaftliche Ebene eingegangen ist, obwohl der selber schon mal sowas, also was Negatives erlebt hat, das fand ich sehr interessant, tiefgehend. Und dann, als er zum Schluss meinte, ja, ist zwar jetzt so ein Trick, da ist er, ja, das ist ja das wahrscheinlich, was jeder erwartet hat. Und dann war es ja doch, aha, doch nicht. Also er hat ihm doch geholfen. Das fand ich so total interessant. Vor allen Dingen, als er noch alleine reingeht, wovon die anderen beiden drin sind und dann wir bei dem Lehrer ist am Schluss und dann der Lehrer sagt, ach, wolltest du deswegen nochmal mit? Den Satz fand ich gut, um sie zu rächen. Oder was er da meint. Und da habe ich noch so gedacht, Moment mal, einer muss mit und einer wird jedes Jahr ausgewählt. Das war doch die Regel. Ist er der Verrückte, der freiwillig da war und der andere musste da sein? Und der andere ist gar nicht der. Also, was ihm so angelastet wurde tatsächlich, der hat vielleicht auch nur ums Überleben gekämpft. Also das war so, da habe ich erst gemerkt, wenn er freiwillig sich nochmal hier eintakteln lassen hat, das fand ich eine sehr interessante Sphäre tatsächlich. Aber ich habe kurz mal auch überlegt, ob er denn tatsächlich real ist oder irgendwie einfach auch als Symbol für die Jugend stehen kann. Also Symbol insofern, wenn man das überlebt, kann man seine... Wenn man das überlebt, kann man die Jugend trotzdem unterstützen oder hat dann vielleicht daraus gelernt, die Jugend zu unterstützen und sie nicht zu zerstören. Denn er will ihnen ja zu einem positiven, zu einem Überleben verhelfen. Wäre ihm die Frage, ist es dafür notwendig, dieses Spiel, diese Tortur mitzumachen, diesen Weg durch die Hölle? Weil er kann ja dann alles, ne? Hier, mein Vater war Arzt, mein Vater war Koch, mein Vater war Fischer. Das ist das, wo ich dann so kurz überlegt habe, Moment mal, also klar, irgendwas wird sein Vater nicht gewesen sein, davon den drei Sachen. Und ist so eine Art Überfigur dadurch für mich. Also, ne, er kann halt alles und niemand kann ihm was anhaben. Auch wenn er seine gezeichnet ist vom Leben durch die Narbe am Kopf, durch das Foto, die Beziehung zu Keiko. Ja, und er ist halt, genau, kommt ja von außen dazu. Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt hier von wegen, wer ist nun freiwillig da und wer muss nochmal. Dann darauf nochmal abzuklopfen. Ja, und ob der andere, der in Anführungszeichen als Irrer bezeichnet wird, der auch in schwarzer Kleidung unterwegs ist und ständig rumballert, als müsste irgendwie Zeug aus ihm rausschießen die ganze Zeit, aus seinem Jugendlichen. Das sieht aus wie ein Amokläufer, ne? Ob der... Ja, nee, ich meinte jetzt eher so, dass er eben in der Pubertät seinen Körper entdeckt, deswegen mal so viel aus ihm rausschießt, deswegen hat er auch die Maschinenpistole und dieses lange Katana. Er sozusagen auch als Sinnbild sozusagen für diese Jugend natürlich dann jetzt einstehen soll, die eben so böse und gewalttätig ist. Immer wenn er mit seinen Zähnen da langgelaufen ist, dann musste ich immer an die Tür ja denken. Das hat mich da wuschig gemacht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, auch er wird ja mal als Irre beschrieben und als der so heißt aufs Töten ist, weil er freiwillig da ist, weil ihm das ja so wird uns ja sozusagen vorgestellt tatsächlich. Aber die Frage ist für mich halt so, wenn jetzt wirklich der andere freiwillig da war und er wird auch zur Pflicht da, dann würde ich auch sagen, hat er auch seine Pflicht einfach erfüllt, weil ich sag mal, er hat ja den, also das klingt jetzt vielleicht plump, aber er hat ja den Vorteil, im Gegensatz zu allen anderen Schülern,
die sind alle für ihn fremd. Er hat zu denen keine Bindung. Ja. Also für den ist es leichter, die umzubringen, als die anderen, die sich seit 10 Jahren da so kennen, ja, und eigentlich befreundet sind. Das ist schon, da finde ich, das eigentlich eine größere Hemmschwelle. Tatsächlich. Also ich glaube, die Tatsache dieses, ich weiß nicht, so fremdlich bei diesem Film, dass was Leute sich umbringen müssen, die sich kennen und auch befreundet sind. Und also dieses, das finde ich, also die halt... Naja, wir kriegen ja beides gezeigt. Also einmal die ne, wo der eine auch sagt, ja, bringt ihr mich um oder seid ihr dabei? Und ja, na, dann sind wir doch dabei, klar. Also natürlich auch mal die Frage, ja, wenn sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich selbst stärker einschätzen würden oder so körperlich, würden sie das dann trotzdem machen, aber... Also wir kriegen ja oft genug eigentlich gezeigt, dass das zumindest versucht wird in der Gemeinschaft, wie gesagt, irgendwie da einen Ausweg zu finden und nicht alles durch reines Töten aller anderen in Anführungszeichen zu gewinnen. Na, letztendlich ist es doch auch so, dass diejenigen, die überleben, auch wegen durch die Gemeinschaft überlebt haben, naja, und nicht, weil sie alleine gekämpft haben. Ja. Da hat sich der ganze Staat austricksen lassen. Ich versuche gerade wieder mir abzuzählen, wer, also von dieser Dreierrunde, die sozusagen überlebt, wer da überhaupt einen anderen tötet oder getötet hat. Also Noriko selbst, erschießt die mal jemanden oder also tötet nee, die mal jemanden? Nee, Noriko mal gar nicht. Also dann, die Namen, verdammt, wie heißt er, also ihr Freund? Nein, Hara. Nanahara Shuya, du kannst auch Shuya sagen, wenn es dir leichter fällt. Nee, Nanahara erschießt den, oder mit, ist mit einer von denen, der den Lehrer erschießt, aber sonst, das andere wird als Unfall gewertet, ne, mit dem der Axt im Kopf. Also meiner Ansicht nach erschießt er bloß den Lehrer. Ja, genau, und das andere, wie gesagt, also einmal sozusagen relativ zu Beginn eben die Sache mit der Axt im Kopf und dann... Das ist halt nur wirklich ein Unfall. Was soll er mit dem Topfdeckel auch machen? und genau, und ich will mal Yamahara sagen, aber Kawada? Kawada. Kawada, meine Güte. Kawada, mehr Kawasaki statt soll ich an Yamahara. Soll ich dir sonst seinen Nachnamen sagen? Nein. Das ist leichter. Du musst mehr an Yamahara. Oder seinen Vornamen, besser gesagt. Kawada, dass der... eigentlich auch eher sagt hier, haltet euch davon fern, wir versuchen eher uns ein bisschen zu verstecken oder bedeckt zu halten, dass wir nicht in so eine Kämpfe geraten. Und er bringt letztlich, also er schießt den Lehrer mit, ja, aber sonst auch nur den der hat den Lehrer nicht geschossen, den Lehrer hat... Naja, die haben beide auf ihn gefeuert. Ja, aber deswegen halt ganz am sie haben auf jeden Fall beide auf ihn gefeuert. So, und, aber davor ist natürlich der Kampf mit dem Verrückten mehrmals und den bringt er um, ne? Den bringt er um, ja. Der dann erblindet ist. Ja. Ja, aber sonst genau, sonst... Dann bringt er noch am Anfang den einen um, ne? Den er die Waffe klaut, hier dem Streber. Mit der Brille. Und den gelackten Haaren. Der am Anfang noch sagt in der Gruppe, wenn ich, darf ich nach Hause gehen, wenn ich alle ummähe. Der mit der Pistole, ja. Den er schießt. Ja, ja, genau. Ja, okay. Gut. Ne, und wir haben insgesamt 42 Schachfigürchen da dabei. Ja. Naja, genau, also die sind eigentlich selber nicht unbedingt diejenigen, die, also ist ja sowieso eher das nicht unbedingt zu viele Kills von einer Person ausgeführt werden. Aber die drei sind eben auch sehr, sehr niedrig, was das angeht. Also, ja. Da werden schon auch einige gestorben sein am zweiten Tag, die auch noch gar keinen umgebracht hatten. Also da war die Karma, das Karma hier nicht die Regel zum Überleben. Ja, aber jetzt haben wir noch gar nicht über den Hauptcharakter gesprochen, mit Nanahara Shuya. Was sagen wir denn zu dem? Ja, beliebt wie nix Gutes. Top-Basketballspieler, er ist derjenige, der den Korb macht. Waisenkind, muss sofort den Tod seines besten Freundes verkraften. Den fand ich schade, den fand ich sehr sympathisch dargestellt. Ja, ich habe auch so gedacht, da wird dann das Finale so kommen, dass die sich dann gegenseitig irgendwie doch umbringen müssen oder so, wo sie so Freunde sind und dann, okay, wahrscheinlich doch nicht. Vielleicht kommt es anders. Ja, und das ist halt ein sehr... Nee, was ist jetzt das richtige Wort? Humaner? Also ja, aus der Zuneigung handelnder
und auch den Regeln des Spiels ungern folgender Mensch. Hm. Also schon sehr positiv. So. Ja, der wirkt sehr normal. Ne? Sehr bodenständig normal. Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit gedacht, dass Noriko ihn am Ende umbringt. Das war so mein Gedanke. Naja, habe ich auch überlegt. Also, wie gesagt, weil ich auch lange gedacht habe, na, war sie das am Anfang, die Gewinnerin dieses Spiels, nee, was wir gesehen haben? Und das war sie nicht, die war jünger oder kleiner. Oder? Ja, ja. Okay. Na, jünger nicht, waren ja alles Neuntklässler. Ja, aber die sah anders aus, das Gesicht war mir nicht bekannt. Naja. Genau. Ich weiß nicht, möchtest du zu ihm was sagen? Ich habe jetzt gerade nicht, ich komme gar nicht so viel. Er ist einfach lieb. Er ist auch da, ne? Er wird verarztet und von allen geliebt. Na, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe gedacht, dass. Ich habe am Anfang, wie das klassisch westlich gedacht. Ich habe gedacht, jetzt kommt diese Entwicklung, dieses. Jetzt ist er der Liebe, nett, und am Ende dreht er durch und metzelt aus der Verzweiflung oder aus der Verarbeitung alles nieder, was ihm vor die Flinte kommt. Das war aber nicht. Das sieht man bei unterschiedlichen Systemen, wie man verbindet mit den verschiedenen Ländergruppen. Ich fand ihn sehr sympathisch. Ich fand es auch interessant, tatsächlich, um diese Geschichte und mit seinem Vater, also wie er das Vertrauen in die Erwachsenen verloren hat, tatsächlich. Wo dieser, genau diese Situation mit diesem Schulausflug wahrscheinlich das Wissen auch noch bestätigt findet. Dass er nie wieder einem Erwachsenen vertrauen kann, tatsächlich. Ich fand es total befremdlich, dass sein Vater sich erhängt hat mit Hosen runter und Klopapier um Hals. Also das fand ich, so möchte man das doch nicht vorfinden. Also naja, also den möchtest du oder so. Ja, aber das wird ja noch schlimmer. Also es wird ja noch degradierender, denn also. Also weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Aber so wird es uns ja auch in der anderen Rückblende noch kurz gezeigt. Ne? Der Vater ist schon völlig verzweifelt. Er weiß auch eben einfach nicht mehr, was er tun soll mit der Arbeitslosigkeit. Und ich hatte auch den Eindruck, die waren nicht in dem Restaurant, um irgendwelches Essen zu bestellen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er Geld hatte, sondern einfach nur, dass er ein Glas Wasser haben kann und seinem Sohn vielleicht so tun könnte, wir machen jetzt eine schöne Zeit und wie kriegt er jetzt überspielt, indem wir gehen einfach woanders hin. Jetzt. Ja, Look hatte ich auch gehabt, ja. Ja, also das ist wirklich schon sehr bedrückend eigentlich, ja, das Ganze. Hm. Ja, in dem Sinne, ja, was ja dann eigentlich auch wieder gesagt wird, so, dass die Jugend verliert irgendwie den Glauben an die Gesellschaft. Also wie war denn das genau? Die Jugend hat den Glauben an die Gesellschaft verloren und deswegen fängt sie an zu schwänzen? Oder? Ich glaube, die haben keine Rollenbilder mehr in Erwachsenen. Sie haben keine Orientierung. Also die haben so, ja. Das ist ja tatsächlich, ja. Ja, ne, fragt sie dann eben so, sollte man ihnen dann nicht trotzdem die Chance geben, dass sie selbst irgendwie sich eine neue Gemeinschaft aufbauen? Also genau, ist das Problem die Jugend oder ist das Verhalten der Jugend eigentlich nur eine Auswirkung eines anderen Symptoms eben der Arbeitslosigkeit, die durch andere Sachen hervorgerufen wird? Und also ich würde zum Beispiel ganz klar sagen, ja, das Verhalten der Jugendlichen ist nur eine Auswirkung, die wollen nicht unbedingt einfach nur nicht zur Schule gehen und dann auch noch Gewalt anwenden und so, sondern da stecken andere Sachen dahinter. Und deswegen wird hier der Bock zum Gärtner gemacht. Deswegen, also die sowieso schon gar nichts dafür können eigentlich, werden auch nochmal doppelt bestraft, indem sie dieses widerliche Spiel in großen Anführungszeichen machen sollen. Du meinst, dass so die Schuld nach unten reichen? Sie sollen eine Suppe auslöffeln, die sie sich gar nicht eingebrockt haben, für die sie gar nichts können. Das ist ja nicht ihr Verschulden, dass die Arbeitslosigkeit da ist. Wie sollen die das hingekriegt haben? Die haben doch eher vielleicht das Gegenteil bewirkt, dadurch, dass die Mütter nicht arbeiten konnten in der Zeit, in der sie schwanger waren. Da kommen wir jetzt wieder zu meinem Anfangsproblem, dass ich einfach nicht verstehe, wie das Gesetz mit dieser Arbeitslosigkeit zusammenhängt. Das erschließt sich mir auch logisch nicht, deswegen meinte ich auch vorhin, ja, vielleicht, das Buch vielleicht lesen. Ist das ja auch genau auf den Punkt, die Politik ist nicht logisch an dieser Stelle, weil sie einfach, sie hat keinen Plan, wie sie die Wirtschaft ankurbeln kann, aber sie sieht, okay, es gibt Gewalt in der und der Schicht und wie kriegen wir die gestoppt? Indem wir die Gewalt gezielt in eine andere Richtung lenken, nämlich gegen sich selbst, anstatt auf andere. Na, so, Verzweiflung ist ja ein guter Katalysator. Na gut, denn, genau. Das könnte man, also ja, das ist, ein, dann ist dann, wenn du es jetzt so ausdrückst, das wäre vielleicht ein Satz, der mir noch gefehlt hat irgendwie, dann wirkt es ja wieder alles total logisch.
Also das ist ja... So viel für heute. Dann macht das Gesetz ja auch wirklich Sinn. Also ne, das ist natürlich ein völlig sinnloses Ding, aber die Logik, also würde ich mir die Logik dahinter zusammenreimen. Einfach. Ja, das macht schon Sinn, weil das ist ja, das alles, diese ganze Grundsituation und wo sie hinsteuern, das ist ja, das lässt ja sozusagen diese Jugend verzweifeln. Ja, das heißt, den Sinn machen. So, dann hast du halt keinen Nachwuchs mehr und sagst dir, wir haben aber auch keine Arbeitslosigkeit mehr. Ist ja keiner mehr da, der arbeitslos sein kann. Ja, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte ja gerade erklären. Weil ich wollte gerade sagen, dass es ja ganz klassisch ist, dass wenn die sozusagen diese gesellschaftlichen Bestände immer schlimmer werden, man halt keine Arbeit mehr findet und nicht mehr drauf klarkommt und dann auch die Bildung, also die Generation der Nachkommen halt auch sich nicht mehr bilden, dass man das, um das zu retten, dann kommt es ja natürlich zu einer absoluten Verzweiflung und dann kommt es ja zu Aufständen und gerne auch mal zu Systemstürzen. Und um dass die Regierung ihre Macht sichern kann, ist natürlich das einfachste Mittel, wenn man die Gewalt, also wenn man sozusagen das gegeneinander richtet. Das ist ja auch ein klassisches politisches Prinzip. Also jetzt mal gesagt, jetzt nicht vielleicht nicht dieser Form, wie es jetzt da auch in diesem Film ist, aber das machen auch alle populistischen Parteien, dass sozusagen sich in Sündenbock suchen und sozusagen und alles nach unten verteilen. Das ist doch typisch. Ja, in der Hinsicht finde ich es sehr interessant. Ne? Es gibt ja durchaus Filme mit einer ähnlichen Thematik, so diese Spielthematik oder wo sich Leute umbringen und sowas. Wo dann auch immer mal, was hier gar nicht vorkommt, die Perspektive der Beobachtenden gezeigt wird. Also weiß ich, dass vielleicht das live übertragen wird, aber anscheinend ist ja eher nicht so der Fall, dass da wirklich diese Überwachung stattfindet, sondern oder diese mediale Abdeckung stattfindet. Von wegen, dass jetzt die Leute mitjubeln und sich Teams bilden, so von wegen, ich bin für Mädchen Nummer 12 und ich bin für Junge Nummer 5. So wie Panem oder was? Genau, ne? Also das wird ja hier vollkommen außen vor gelassen. Also wir kriegen diese Gesellschaft kriegen wir nur beschrieben durch diese Anfangstexte, sage ich mal. Und wie gesagt, wir sehen ganz am Schluss eben einmal sie durch die Stadt oder in der Stadt so ein bisschen umherlaufen, wo wir mal ein paar Menschen sehen, die sehr wahrscheinlich weder Schüler sind, weil sie zu alt sind, noch Lehrer sind, zumindest werden sie uns nicht so gezeigt, sondern einfach Menschen, die da irgendwie existieren. Und sonst haben wir nur in den Rückblicken mal so ganz kleine Ausschnitte von anderen Erwachsenen. Aber sonst sind die eben durch Abwesenheit hauptsächlich. Wie gesagt, Ausnahme des Militär und der Lehrer. Also wir kriegen eigentlich gar nicht diese Gesellschaft gezeigt, ob und wie die eigentlich zu diesem Spiel selbst stehen. Ne? Ob zum Beispiel vielleicht auch in der Bevölkerung irgendwie, heute gab es wieder Proteste gegen diese Battle Royale-Gesetze, weil die völlig unmenschlich sind und widerlich, auch wenn die Jugend sich vielleicht nicht so toll verhält. Ja, also aber wenn die Proteste bestehen würden, hätte die Jugend auch mal mitgekriegt, dass es Battle Royale gibt. Wer weiß. Die haben gedacht, der Protest ist irgendwas anderes und wollten einfach nur ein bisschen Gewalt machen. Aber das ist wirklich ein interessanter Aspekt, das hast du recht. Das bleibt völlig außen vor. Ich überlege mir. Aber ich habe es aber nicht, beim Sichten habe ich es aber auch nicht vermisst, muss ich dir ehrlich sagen. Das liegt aber vielleicht daran, dass die Grundsituation einfach ganz anders ist. Weil hier ist ja sozusagen, jetzt ist jetzt sozusagen als Mittel zum Zweck von der Regierung. Und bei Panem war es ja so eine Fernsehunterhaltung auch. Ja, ne? Also, du kannst ja eben auch sagen, naja, vielleicht haben sie das dann als den netten Nebeneffekt könnte man dann hier auch sagen, ja, guck mal, gleich doppelt hier, selbst die Arbeitslosen fiebern mit und sind abgelenkt von ihrer Arbeitslosigkeit. Aber das würde ja dann darauf, das würde nur zeigen, dass die ganze Gesellschaft abgestumpft ist, ne? Also. Ja, so, und genau, und das bleibt eben außen vor, sodass wir nicht sagen können, der Regierung ist ein Volltreffer gelungen oder die Regierung hat den völligen Fehlschlag mit diesem Gesetz gemacht, dann müssen wir schon. Aber ja, dagegen denke, würde ich sprechen, warum gibt es das dann nach mehreren Jahren immer noch? Das vielleicht schon irgendwie. Ja, ich glaube, die Regierung wird allgemein nicht beliebt sein, wenn Regierungen in solchen gesellschaftlichen Systemen nicht sehr beliebt sind. Das kann man ja auch fragen, ne? Wenn diese Arbeitslosigkeit so hoch ist, ist doch wahrscheinlich, dass bei der nächsten Wahl irgendwer anders gewählt wird zum Beispiel. Dann könnte man dann sagen, okay, kriegen die es einfach alle nicht hin oder haben sie jetzt schon alle ihren Versuch gehabt oder ist einfach die Machtverteilung mittlerweile so, dass eben eine Militärregierung herrscht, die einfach auf Wahlen pfeift oder so, dass es keine Wahlen gibt. Aber das ist jetzt auch schon sehr darüber hinausgehend. Aber trotzdem finde ich, das schwingt vielleicht so ein bisschen mit. Habe mich manchmal gefragt, ist das vielleicht nachher im Buch dann oder etwas, was im Buch irgendwie vorkommt oder aufgegriffen wird und erzählt wird oder ist es auch da eben absent? Ja. Kannst du das Buch mal lesen? Kannst du mir mal sagen? Ich schaff's demnächst nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Ja.
Und was ich mir auch manchmal gefragt habe zum Thema sozusagen Auslassung oder ist es im Buch ausführlicher, war tatsächlich so bei manchen Szenen, also das fand ich bei allem vielleicht Versuch, mich in eine Art japanischen Stil hineinzufühlen oder zu finden, fand ich manche Szenenauflösungen wirklich schlecht oder sehr, ja, ungenügend. Also das ist manchmal so. Ja, das finde ich immer interessant, weil du bist ja eigentlich immer der Verfechter davon, nicht zu viel zeigen und nicht zu viel erklären. Aber das ist trotzdem, vielleicht waren das irgendwie tonal zu starke Sprünge oder so. Also ich überlege auch gerade, wir haben zum Beispiel einmal die beiden Jungs, die vor dem, in Anführungszeichen, Verrückten fliehen und ins Wasser springen. Dann schießt er da nochmal ins Wasser, wir sehen die Dings. Es wird aber auch nicht aufgelöst. So, und dann kommt so ein Schnitt und dann sind wir plötzlich gefühlt in der, ja, nicht idyllisch, aber dann kommt irgendwie so eine Umgebung. Also wir sind tonal plötzlich völlig anders. So, zack. Das wird dann zwar nochmal weiter erzählt mit den beiden Jungs, die ins Wasser gehüpft sind, aber das war für mich irgendwie, also da, das ist so der Rhythmus für mich, das hat mir sehr stark ausgestellt, ich mache jetzt mal hier noch eine Szene, da mache ich noch eine Szene, also das wirkte für mich nicht so völlig rund. Vielleicht sollte es so sein, und dass man immer mal so ein bisschen rausgeworfen wird. Aber ich hatte noch, was hatten wir noch so für eine Szene? Also eben mit diesem, ihr solltet doch niemandem trauen, ihr habt mir zu sehr vertraut. Und dann kommt so dieses, schon so ein Schnitt, dass wir sehen, er zieht noch die Waffe und dann hören wir die Schüsse, aber wir sehen nicht, wer wie getroffen wird, was natürlich ein altes Mittel ist. Auch das war irgendwie, ich kann es nicht genau den Finger drauflegen, ich kann es leider nicht. Aber das war mir irgendwie, irgendwas war da nicht so. Ja, weiß nicht. Also klar, ich werde auch am Anfang schon mit diesem Tempo und auch da schon mit Sprüngen konfrontiert, eben wie zum Beispiel diese Aufregung, wenn die Siegerin kommt und die Medientante so halalalal, und dann sind wir in dieser relativ ruhigen Szene in der Schule. Und dann sind wir aber schon wieder auf der Fahrt und dann sind wir bei der Fahrt, ist wieder ruhig und jetzt sind wir schon hier und jetzt geht es schon sofort los. Also diese Tempowechsel, ja okay, aber trotzdem manchmal, weiß nicht, da kam ich nicht so richtig, haben mir nicht so ganz geschmeckt, nee. Weiß ich nicht. Hat aber keine Probleme gehabt. Ja, wollen wir eigentlich noch ein bisschen so über die Gewaltdarstellung mal reden? Ja, ich wollte noch was anderes die ganze Zeit sagen. Es ging immer nicht, weil du mal weitergeredet hast. Ah, was war denn das? Lehrer, Gesellschaft. Ach, das ist ein Lehrer, mit meinem blöden Lehrer auch. Figuren, die Hauptfigur, was ist nur Rico oder zu ihm? Ich hatte schon wieder irgendwann, ist schon wieder weg. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, selbst wenn du da rauskommst als Letzter, dann haben wir doch kein Happy End. Erstmal bist du geschädigt fürs Leben, weil du ja auch nicht damit leben können. Und zum Zweiten, wirst du wirklich unter dieser Grundbedingung wieder in die Gesellschaft entlassen, weil es verbessert ja die Gesellschaft, oder wirst du denn auch vielleicht zum Sündenbock gemacht, dass du halt wie ein Mörder bist oder wo eingesperrt wirst? Also auch das ließe sich ja sehr interessant in viele Richtungen weiterspinnen, ne? Möchte die Regierung da sich irgendeine Puppe heranzüchten oder so, die sie dann nach Berlin kann? Ist dieser Mensch nicht dann so geschädigt wie, weiß ich nicht? Könnte diese ganze Geschichte eigentlich auf irgendeinem tatsächlichen Teil der japanischen Geschichte beruhen? Dass man irgendwie sagt, hier die verschiedenen Shogunate haben damals gegeneinander gekämpft, obwohl sie eigentlich eine Gemeinschaft hätten sein sollen oder so? Was ein bisschen sehr weit rausgefragt war. Weiß ich nicht, kann ich einschätzen. Ich kenne mich nur in der jungen Geschichte aus, nicht in der älteren. Naja, okay. Ja, also falls es dir jetzt nochmal einfällt oder nochmal irgendwas. Das war das, was ich. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das wollte ich besprechen. Ja, okay. Habe ich jetzt nicht viel mehr, kann ich jetzt nicht viel mehr beisteuern. Ja, fällt dir noch was ein? Ja, das war's. Also, aber das war für mich, weil zum Schluss ja die beiden. Ja gut, jetzt ist der Lehrer vielleicht auch tot und das ganze Militär war weg. Jetzt wissen sie alle nicht, wer es umgebracht hat und was für Leute fehlen. Klar. Aber das ist ja die Frage, jetzt werden sie ja beide gesucht als Terroristen oder als Mörder wahrscheinlich eher noch. Und in dem noch auf der Flucht. Da frage ich mich halt auch so, erstmal, wo war die Küstenwache? Das habt ihr davor, wenn die Soldaten so früh abbauen, bevor das Spiel zu Ende ist. Und, das ist auch die Befehlskette so ein bisschen, ne? Einfach der Lehrer sagt, die Operation ist beendet. Also, kann der denen das einfach so sagen? Ja, warum gehen dann alle 100 Mann, die sowieso die ganze Zeit nur auf dem Platz rumgestanden haben? Das ist doch echt der härteste, also hart im Sinne von richtig nervig, langweiliger Job für die Soldaten gewesen. Stehst da den ganzen Tag an einer Stelle. Und es kommt nicht mal irgendjemand, den du mal, dass du irgendwie mal was machen müsstest. Naja,
Nee. Das ist die Stille Armee. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann so gefragt am Ende. Jetzt sehen wir es ja sozusagen, jetzt haben sie gegen die Regeln verstoßen und klar, jetzt werden sie so gesucht und Aber mein Gedanke war dann auch so, ja, aber vielleicht ist das ja immer so. Also, dass die anderen gleich ins Gefängnis kommen und das ist eigentlich das übliche Prozedere. Also, weißt du, was ich meine? Am Ende ist immer der Lehrer tot. Ach du, blöde Lehrer. Naja. Nein, aber ja, okay. Der ist nicht zum ersten Mal auferstanden. Nee, aber das war so mein Gedanke tatsächlich. Dass sonst werden sie gleich ins Gefängnis geleitet und jetzt müssen sie es noch suchen, bevor sie es machen. Ein bisschen Aufwand. Ja, aber meinst du nicht, guck mal, weil also ich versuche dann, wenn du mich jetzt wieder an dieses Mädchen klammert vom Anfang, die ist ja dann, die ist ja sozusagen in der Öffentlichkeit geraten und die haben sie dann einfach weggesperrt? Ich weiß nicht, ob sie die weggesperrt haben, aber kann doch sein, dass das Mädchen sind doch wie die machen, noch heute bist du da, morgen interessiert dich keine Sau mehr für dich, weißt du? Und das kann auch schon da sein. Oh ja, super, und jetzt, okay, jetzt lebt sie ein schönes Leben und jetzt kommt sie in den Knast. War sie eigentlich, oder also sie lächelt ja auch, ne? Ja. Ist das eigentlich auch nochmal eine Verknüpfung zu Keiko und den anderen? Na, ich glaube, jeder hat eine eigene Motivation zum Lachen. Also ich habe das jetzt nicht so gedeutet, wie der Film mir das präsentiert hat tatsächlich. Also als die Keiko gestorben ist, da habe ich das Gefühl empfunden gehabt, dass sie lächelt, weil er überlebt und dass sie sich opfern konnte für ihn. Das war so für mich er lächelt sozusagen, weil er Frieden damit machen konnte und jetzt denkt, er weiß jetzt, warum sie gelächelt hat. Und die am Anfang, die lächelt, weil sie einfach überlebt hat, glaube ich. Oder ich weiß nicht, das war so ein fieses Lachen. Das kann ich gar nicht einschätzen. So wie die grinst, hat die wirklich alle umgemäht. Ich meine, der Trick in solchen Dystopien ist ja immer, sich verstecken. Und wenn noch einer übrig ist, den mähst du um. Das ist ja eigentlich der Trick. Aber die wirkte so, obwohl sie es unschuldig aussah, als hätte sie, als so wie diese Misoko. Weißt du, dieses... Es hätte sie mit Spaß alle mal. Also genau, ich finde auch, das wirkt sehr ambig. Also es könnte sowohl sein, wenn dann eben später diese Keiko-Geschichte erzählt wird, so dieses ja, ein Auf Wiedersehen und etwas Positives, aber es könnte auch sein, dieses ich bin jetzt völlig durchgedreht, ich habe die alle abgeknallt, ich war eigentlich mal ein liebes Mädchen, aber jetzt bin ich völlig fertig mit der Gesellschaft. Lasst mich in eure Gesellschaft, jetzt wird's besser. Ja, also ich... Hat die nicht auch noch ein Stofftier oder so? Ja, irgendwas knuddelt die da. Wer weiß, vielleicht ist auch ein Kopf. Weiß ich nicht. Was ich auch krass finde, ist nochmal dieses konservative Bild, das auch noch in dem Film mit transportiert wird, dass denn die Männer auf die Frauen aufpassen müssen. Also mal abgesehen hier von der Misoko, die sozusagen von der Gesellschaft und von vornherein so verstoßen wurde, wo abschließen musste durch diese traumatischen Erlebnisse. Sind immer die Jungs, die dann auf sie aufpassen, auch wenn die andere dann da stirbt und den Arm oder also das ist halt wieder das hilflose kleine Mädchen braucht halt einen Beschützer. Wobei ja die Leuchtturmgruppe das ja durchaus ein bisschen aufbricht, zumindest eine Zeit lang, ne? Die es schafft. Natürlich wird die auch so als in Anführungszeichen Hausfrauen dargestellt. Sie kochen, sie versorgen den Mann, also der eine, der dann eben mein Kopf wird verarztet. Also es wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen idyllisch. Es ist auch so ein totales Kontrastprogramm. Ne? Ist an der Küste, der weiße Leuchtturm im Gegensatz zu dieser verrotteten Schule, sage ich mal. Ja, die Dülle hat ja 24 Stunden gehalten. Naja, natürlich zerfällt auch die, aber auch da, also da ist ja dann die reine weibliche Gemeinschaft. Ne, da käme das also gar nicht zum Tragen, ob nun noch ein Junge dabei ist oder nicht. Und ja, wie hast du dieses Vergiften des Essens gedeutet? Die war einfach verstört oder wollte die ihn wirklich aus Überzeugung umbringen, weil sie der Meinung war, der hat den Oki oder wie der heißt, mit der Axt umgebracht? Ich glaube, dass sie verängstigt war und auch überzeugt war, dass er ihn umgebracht hat, ja. Also für mich wirkte sie eher verstört und es wirkte nicht völlig zurechnungsfähig. Für mich war es eine sehr tragische Figur. Ja, für mich wirkte das so, als wäre sie so verängstigt wie auf einer Situation und sie denkt, weil sie schon mal gesehen hat, dass er jemanden umgebracht hat, dann sind sie auch nicht vor ihm sicher und ich glaube, sie will eigentlich damit die Gruppe schützen und sich selbst natürlich. Mhm. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Ich habe nur nicht verstanden, warum sie nicht sagt, ist das nicht. Ja, sie war halt verstört und verängstigt. Wieso meinte er nicht? Ich war das nicht, ich fand, natürlich warst du das. Also damit könnte ich auch nicht leben. Das meine ich zum Beispiel mit dem verstört, ne? Sie sagt sich eben auch, nee, so war es nicht. Ich kann es nicht gewesen sein, weil wenn sie sich jetzt eingesteht, ja, das war ich, dann ist sowieso vorbei. Sie steht sich das ja ein, sonst wird sie ja nicht vom Leuchtturm springen. Das ist natürlich auch richtig. Genau, und deswegen springt sie ja dann vom Leuchtturm, genau.
Genau ist so. Naja. Ja. Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen dabei, so bei diesem Thema die Gewaltdarstellung. Was ist das denn dazu eigentlich so? Ist die notwendig? Findest du die nachvollziehbar? Ich fand die teilweise oder? Gar nicht mal so schlimm, tatsächlich. Also, jetzt bin ich jetzt wirklich abgestumpft, ne? Messer im Kopf, der nächste kriegt so durch das Halsband den Hals aufgeschlitzt und Blut spritzt raus. Also ich finde schon, dass es sehr kreative Tode da sind und ich finde auch, dass die nicht für Kinder tauglich sind, klar. Mhm. Aber ich finde, wenn ich das manchmal mit amerikanischen Splatterfilmen und so vergleiche, dass da noch deutlich mehr passiert. Also dass wenn die in dem Buchladen rumrennen und am Ende jedes Horrorfilms dann auf einmal die Frauen von oben und unten in Blut verschmiert sind und dann, also das ist, also ich finde da, ich finde das teilweise zwar bei manchen Toten sind es ein paar harte dabei, aber ich finde es auch teilweise auch recht gemäßigt dafür, dass er so extrem. Dafür, dass ich denke, dass der auf der B-Liste war, was du mir von der erklärt hast. Ey, das muss, also, ja. Da hätte ich jetzt noch eine Stufe mehr erwartet an Gewaltdarstellung. Also, da geht es ja dann nicht unbedingt darum, wie einzelne Szenen dargestellt sind, sondern auch vielleicht auch um eine generelle Wirkung. Aber, also, ich verstehe schon, was du meinst. Also, ich finde die schon sehr hart, aber ich finde die eigentlich auch übertrieben immer mal wieder. Also, ich will nicht sagen, ins Comichafte abgleiten, aber doch schon irgendwie eine Stufe drüber manchmal. Also wenn zum Beispiel der, in Anführungszeichen, Verrückte dem einen Typen hinterherläuft und gefühlt irgendwie so 2 Meter hinter ihm ist und mit der Maschinenpistole feuert ihn, aber nicht trifft, dann denkst du, das ist jetzt auch irgendwie so, wie es mir bisher erzählt wurde, glaube ich, nehme ich das überhaupt nicht ab. Ich finde, der hätte ihn schon längst jetzt über den Haufen mähen müssen. Und dann Platzpatronen drin, das war dann der Mogelpackung. Und dann gibt es aber eben immer wieder ganz schön eigentlich harte Morde, aber vielleicht eben, weil da auch so viel Blut fließt und spritzt, dass ich dann manchmal denke, ist jetzt schon wieder, dass ich mir sage, was sage ich mir denn da, das ist irgendwie übertrieben, wobei es vielleicht trotzdem vielleicht tatsächlich so ist, dass da so viel Blut umherspritzt und alles. Und das ist auch manchmal so dieses, sie dürfen gerade noch ihren letzten Satz, das ist vielleicht auch so in dem Moment des Todes, wenn sie dann doch nochmal, also sie sind jetzt gerade von 10 Kugeln durchlöchert worden, dürfen dann aber der einen Person nochmal ihre Liebe gestehen und dann dieses alle Kopf weg, einfach so wegnicken. Auch dieser Romeo und Julia-Moment, ne, wie sie denn eben abgeschaltet ist. Da habe ich zum Beispiel, in dem Moment habe ich an Slow West gedacht. Da habe ich so gedacht, shit happens. Weißt du, angeschossen wird und so. Da habe ich das auch gedacht. Und dann kommt und ich habe das Gefühl, dass die Mitsuko, die ist halt immer anwesend. Und da, wenn sie dann noch erschießt, in dieses Romeo und Julia-Moment, wie das Pärchen dann auf einmal vereint ist in diesem Moment, wie sie dann kuschelnd da liegen, wirkt auch ein bisschen, vielleicht auch so gedacht, ja, ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gewollt tatsächlich. Ich fand sowieso befremdlich, wie frei die sich bewegt haben an den Hauptstraßen, wie die auf Fahrrad gefahren sind und was weiß ich. Ja, was. Das war auch ein bisschen komisch. Aber ich meine, der Fahrradfahrer, der hatte ja den Helm und die schusssichere Weste. Das könnte man da zumindest ein bisschen sagen, okay. Ja, aber da muss er trotzdem nicht als Zielscheibe durch die Gegend knuddeln. Also, ja, man hätte den Helm auch mit Schlamm einreiben können, dann sieht man nicht. Also da fand ich Panem schon ein bisschen glaubwürdiger in diesem Moment, wenn jeder gegen jeden ist, natürlich versuchst du dich da durch den Wald zu huschen und dann am besten in der Nacht zu laufen und nicht am Tag. Ja, also, wobei man natürlich auch sagen kann, die sind ja hier quasi unvorbereitet da reingeworfen. Die anderen, die kriegen ja immerhin noch so ein Standardtraining und für die ist das eben ein zentraler Teil der Lebenswelt. Ja, aber ich weiß doch auch, wenn ich jemanden selber jage, dass der am helllichten Tag nicht mir leichter fällt, ihn zu knubbeln, als wenn ich ihn jetzt. Also mir wird es sowohl bei Nacht als auch bei Tag sehr schwer fallen. Ich weiß nicht, ich will auch nicht in so einer Situation sein, um Gottes Willen, ne? Das ist gar nicht der Punkt, aber. Ich finde nur, dass ich habe das Gefühl, ich bin der Mensch, ich mache mir viele Gedanken. Wenn ich in dieser Situation wäre, dann würde ich mich am Tag nicht raustrauen, dann würde ich in meiner Höhle sitzen, jetzt sein, ich muss die Höhle wechseln, weil mein Halsband piept. Also ganz ehrlich, da würdest du mich nicht groß sehen. Also wenn du weißt, was, also das meine ich halt damit. Ja. Ich glaube, das ist das, wo es auch vielleicht mich dann am stärksten hervortritt, dass mir gesagt wird, so, hey, ich bin übrigens ein Film, dass eben wirklich die nochmal alle ihre Sterbenssätze kriegen und genau diesen Satz dürfen sie natürlich noch bis zu Ende sagen und dann
nicken sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach weg. Also dass das immer noch mal gemacht werden kann. Und in dieser Wiederholung, weil das ja wirklich locker 3-4 Mal so irgendwie der Fall ist, dass einer noch der Jungen im Aushauchen seines letzten Lebensatems nochmal sagt, ah, du bist so hübsch und ich stehe schon seit Jahren auf dich, ich liebe dich, zack, weg. Ja, würde ich auch sagen, so, also in der 9. Klasse geht's ab. Also einerseits finde ich es sehr gut, weil es zeigt, ja, die Kraft, die eigentlich in der Gemeinschaft wohnt, ist eben Liebe und mit Liebe kann man vielleicht das Ganze eigentlich stoppen oder Liebe ist stärker eben als Waffen und der Hass oder das Gegeneinander. Aber wie gesagt, vielleicht ist mir das dann nicht variantenreich genug, weil natürlich, okay, die Art und Weise, wie sie dann vielleicht sterben, ist nochmal unterschiedlich und vielleicht auch ein bisschen kreativ. Aber im Endeffekt ist es eben immer so, ja, Tötungsszene, Liebessätze, zack, aushauchen. Hm. So. Und das wird zwar ein bisschen variiert, es ist natürlich nicht identisch, aber in dieser Häufung ist es mir dann nicht variantenreich genug, um nicht zu sagen, jetzt habe ich es doch schon dreimal gesehen, jetzt sagt der Nächste auch nochmal, ich liebe dich, komm mal. Also okay, das darf er an sich sagen, aber ich sehe hier einen Film, in dem ich jetzt das schon dreimal gesehen habe, jetzt sehe ich das zum vierten Mal und es ändert sich nicht wirklich irgendwas, sondern es ist halt nochmal das. Und da ist dann dieser Punkt für mich, wo ich sage, das überzeugt mich gerade nicht so richtig. Toll. Muss ich sagen, da bin ich mit meinen japanischen Serien versaut, weil das ist immer so. Da habe ich auch wieder irgendwann nimmst du es einfach an und nimmst es einfach hin und dann denkst du halt nicht mehr darüber nach. Das habe ich schon sehr häufig gesehen, tatsächlich. Aber ich kann mich entsinnen, als ich am Anfang die Situation hatte, da habe ich das auch mal als äußerst befremdlich empfunden, wo ich mir dachte, was ist das jetzt? Aber mittlerweile denke ich gar nicht mehr nach, weil das ist einfach so, gehört für mich ein bisschen zum Paket dazu, tatsächlich. Mhm. Aber ich kann es verstehen, dass du Probleme mit hast. Das wirkt auch befremdlich. Ich würde es auch so als nicht typisch für das, was ich sonst so schaue, bezeichnen. Ja, ich glaube, im Westen ist das auch nicht so. Da hast du meistens ein paar, die das machen dürfen und die anderen werden vorher schon sozusagen weggebrallert. Ich bringe heute auch mal zu Wörter rein. Ne? Ich merke meine Müdigkeit immer mit dem Wegmähen und Wegbraddern und Wegschnuddeln. Ich bringe heute ein ganz neues Vokabular rein, was gar nicht passend ist in Form, das erstmal auf diesen schönen Film, auf diesen knuffigen, so wunderschönen Film. Ja. Also ich... Hat der Film überhaupt Musik? Ja, klassische Musik vor allem auch. Deswegen muss ich zum Beispiel auch an 2001 denken, weil ein Stück daraus, also ein Stück klassische Musik, was in 2001 verwendet wird, wird auch hier verwendet. Ja, am Anfang so zum Requiem hier sozusagen, aber auch während der Jagd. Es gibt immer mal wieder Musik. Also wie gesagt, vor allem auch klassische Musik, aber auch komponierte, also extra für den Film komponierte, meine ich auch. Das ist okay. Ja, also ich, weil du es jetzt gerade schon sagtest, mit den Wörtern, die du einbringst und dem langsam durchscheinenden Müdigkeit, ich bin jetzt auch ein bisschen leer gequatscht, muss ich sagen. Also ich möchte an dieser Stelle nur sagen, ich habe mir Spaß gemacht, um zu gucken, worum es im zweiten Teil geht. weil ich es wirklich wissen wollte und ich muss sagen, es ist eine sehr, ich finde lieber die japanischen Schreiber, die sind wirklich sehr kreativ. Möchtest du mal raten? Mal so ein nö, das ich nicht. Da kommen alle Überlebenden nochmal zusammen. Ja, es ist... zwei. Und das ist ein kurzer Film. Das ist dann Mr. und Mrs. Smith, ne? Vom Plot her ist es so, dass unser Hauptcharakter, unser männlicher, der Nanahara, der ist ja sozusagen auf der Flucht und der gründet eine Terrorismusgruppe gegen die Regierung als Widerstand. Und die ziehen sich auf eine Insel zurück und daraufhin werden dann wieder 9. Klässler rekrutiert und auf diese Insel geschickt, um sozusagen die Terroristen auszuschalten. Also das kam für... Top-Idee der Regierung, können sie nicht verlieren. das habe ich auch gedacht, das ist eine Win-Win-Situation. Würde ich mir wahrscheinlich wirklich angucken, aber das ist halt vom Rating her ganze 2 Punkte weniger und das ist schon, schon sehr elementar. Naja, also nur nach Rating gehen ist ja auch langweilig. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, wir haben jetzt so unsere Gedanken nach dem Wiedersehen nach vielen Jahren, beziehungsweise nach dem erstmaligen Sehen zu Battle Royale durchaus ausführlich
in eure Ohren gestopft? Ja, wir waren auch nicht immer einer Meinung. Ich glaube, der Film hat uns auch ganz schön gespalten heute, ne? Oh, gespalten würde ich nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall, finde ich, zeigt, dass es mehr ist als einfach nur hier, boah, Blut und Gekröse und Jugendliche knallen sich gegenseitig über den Haufen, sondern dass da auch ziemlich viel drin steckt. Auch wenn vielleicht in der Inszenierung ich nicht immer voll überzeugt werden konnte. Und auch das eine oder andere Fragezeichen auch bei dir auch aufgetaucht ist, dass das hier trotzdem im Gespräch sehr viele interessante Aspekte mir zumindest auch nochmal klar gemacht hat und Verbindungen irgendwie hergestellt hat. Na, was ich mir merke, ist, dass ich glaube, jetzt mal abgesehen von den Kinofilmen, jetzt mal ab und zu, die wir jetzt gesehen hatten, das ist ja sozusagen jetzt bald seit einem Jahr. Das kommt schon, ist es ja schon seit einem Jahr wirklich, dass ich ja fast kontinuierlich nur asiatisch schaue. Jetzt nicht unbedingt in Japan bloß, aber sehr viel auf Ost- und Südasien sozusagen herausgehend. Und dass ich halt merke, dass ich weiß nicht, wann es passiert ist und ich weiß nicht, warum es passiert ist, aber dass ich meinen Blickpunkt, also mein Blickwinkel sehr dadurch auch extrem verändert hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt offen für eine Seite bin zur anderen bin, sondern ich merke halt, dass ich mich langsam anfange, von dieser Perspektive ein bisschen zu lösen tatsächlich, weil ich ja noch, na gut, ich bin ja auch mit der aufgewachsen, aber so viele Jahre da sozusagen mit der verbracht, das ist nicht, aber dass ich finde, dass östliche Sachen mit manchen Sachen interessanter umgehen, was natürlich auch logisch ist, weil das für mich ja was Neues ist und mir zu entdecken gilt, als wenn ich das Gewohnte, das ist ja dann immer interessanter. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich dadurch, dass ich mich mit japanischer Geschichte sozusagen beschäftigt habe, vor allen Dingen wirklich intensiv beschäftigt habe, vor allen Dingen im Vergleich jetzt sozusagen zu dem Stand, den wir hatten, als wir 7 Samurai aufgenommen haben, ne, wo wir da beide saßen, ja, obwohl ich aus der Ära kann ich immer noch nicht viel sagen. Also ich kenne das, also ich habe mich mit dem politischen System beschäftigt. Das politische System kann ich hier runterbeten, aber alles andere weiß ich nicht. Ich bin auch selber stolz auf mich, dass ich da viele Sachen jetzt sozusagen auch jetzt in diesem Film noch erkannt habe und gesehen habe, die ich jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob überhaupt meine Interpretation oder meine Verbindung kann ja auch komplett daneben liegen, ne? Aber doch, da war ich ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich mich dann doch schon so wieder entwickelt habe, so bei den Schritten weiter vorgegangen bin. Da freut man sich dann doch schon so ein bisschen. Jo. Deswegen müssen wir das nächste Mal mal einen thailändischen Film gucken. Nein. naja, nee, genau, aber nein. Auch wenn unser Rhythmus, unser Veröffentlichungsrhythmus ein bisschen umherwackelt, ist ja nicht jetzt erst seit dieser Folge, sondern ist ja jetzt auch schon die letzten Monate oder dieses Jahr vielleicht auch schon ein bisschen so gewesen. Ja, aber bald geht's ja wieder durch. Es wird auch noch eine weitere Folge kommen. Ich werde jetzt keine Mutmaßung anstellen, wann oder so. Deswegen sage ich einfach, das war unsere Besprechung zu Battle Royale. Gerne könnt ihr Rückmeldungen, Ergänzungen, Richtigstellungen, sowohl zum juristischen in der Einführung als auch vielleicht Ergänzungen zur japanischen Gesellschaft, Geschichte geben. Bei wiederaufführung.de, da ist unsere Anlaufstelle, da könnt ihr gerne kommentieren. Bei Twitter gibt es @wiederaufführung, aber wenn man nach Wiederaufführung sucht, kriegt man es, glaube ich, bei Twitter auch ordentlich angezeigt. Da könnt ihr uns gerne Rückmeldungen geben. Badimbom, ihr kriegt das hin. Ihr könnt das. Ich glaube an euch. ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei der Wiederaufführung. Bis dann.